Oh, da fliegt der Basketball. Da fliegt der Basketball und wird gleich Matze treffen. Komm, scheiß Basketball, triff endlich! Come on, da kommt der Basketball! Und der trifft! Ist noch nichts gegessen. Bombenhansi und Damian und Cody. Damian zieht vorbei auf Platz Nummer 2 und Bombenhansi direkt dahinter. Oh, der ist kaum gefahren. Cody hat vielleicht noch eine Möglichkeit, hier dran zu bleiben. Aber Damian holt sich Platz 2. Basketball, Tobi, jetzt dein Trash. Ey, wieso vergesse ich denn dauernd den Turnierbaum auszumachen? Was ist denn jetzt los hier? Mann! Cupcake trifft und sie ist vorbei. Das hat nein, sie vor- nein, und sie macht einen Fehler und fliegt aus. Aber G-Max fängt, glaube ich, die Banane. Es wird eng, es geht gleich hoch. Und es geht in der letzten Kurve, wird es hochgehen. Und das ist die Chance für der. Und er zieht vorbei! In der letzten Kurve schafft sie es, weil das TNT explodiert. Wir haben eindeutig Leia als Sieger des Turniers mit 12 Punkten. Alles, was es zu holen gab, gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zum Super Tuxcar Turnier im Sommersemester 2021. Ich freue mich sehr, nach dem Erfolg im Winter sind wir zurück mit dem Sommerturnier. Heute leider nicht ganz so viele Teilnehmer, aber ich bin mir sicher, es wird richtig gut, weil von dem, was ich gesehen habe, wer alles mitfährt, wird uns heute ein richtig spannender Kampf bevorstehen. Ich hoffe, ihr hört mich alle gut. Schreibt mir kurz im Stream, ob alles passt, ob ihr mich hört, sehen, tut ihr mich, das sehe ich. Auch sonst bitte, falls dann tontechnisch irgendwas ist, schreibt hier bitte. Ja, es ist soweit. Nach langer Zeit sind wir wieder zurück. Und bevor wir gleich in die erste Runde starten, noch nicht. Gut, ihr hört mich gut, das ist schön. Wir schauen uns einmal ganz kurz, nämlich den heutigen Ablauf an, bevor wir uns den Turnierbaum anschauen. Schauen wir uns aber einmal ganz kurz den Zeitplan an. Für die übrigens, die mich nicht kennen, hallo. Ich bin der Tobi, siebtes Semester, nächstes Semester und ich schreibe immer noch Distler aus dem ersten. Wir schauen einmal ganz kurz auf den Zeitplan, den schauen wir uns hier mal kurz an, jetzt kann ich auch den Studiomodus beenden. Muss mein Arm eigentlich da oben. Ganz kurz, wir fangen jetzt an, wir haben Gruppe A, Gruppe B und Gruppe C. Gruppe C wird zu uns hinzustoßen ab 20 Uhr. Wir fahren mit jeder Gruppe am Anfang in der Gruppenphase 4 Rennen. Gruppe A und B immer abwechselnd. Danach haben wir ein Halbfinale mit jeweils 3 Rennen in beiden Halbfinales und dann das große Finale. Wir machen in so grob einer Stunde dann mal kurz eine 5- bis 10-minütige Pause. Schauen wir dann, entscheide ich spontan, wie lange wir brauchen. Und dann sollten wir heute gegen 21.30 Uhr circa fertig sein. So. Dann schauen wir einmal ganz kurz auf unsere heutigen Teilnehmer. Da sehen wir sie, unsere Gruppenphase. Wir haben heute insgesamt 14 Teilnehmer am Start. Wir haben zwei Gruppe A und B mit jeweils 5 Leuten und wir haben dann die Gruppe C mit 4. Wir haben den Damien, wir haben den Andi, den Matze, den CC2224 aka nicht Rex, sondern Cody, den Leon T, dann in Gruppe B Ankylotech, Thomas, EMP Error, We Will Gaga und Leia, den Sieger aus dem letzten Turnier. Der Meister ist zurück, um seinen Titel zu verteidigen. Und in Gruppe C haben wir dann Mr. Shavy, G-Max, CT7567, Niklas, das ist aber Captain Rex jetzt. Und dann haben wir noch letzter Platz auch noch. Dann sehen wir Halbfinale 1, Halbfinale 2, kommen jeweils dann 4 Leute jeweils weiter und daraus kommen die Leute auch nochmal weiter. Punktesystem wie folgt, es gibt in Gruppe 5 Fahrer, Gruppe A 5 Fahrer, darum gibt es Punkte 5, 4, 3, 2, 1. Nach den 4 Rennen kommen die Fahrer mit den meisten Punkten, eben wie wir hier sehen, weiter. Und dann eben doch immer durch, wenn es nur 4 Fahrer sind, gibt es Punkte 4, 3, 2, 1. So viel dazu, mache ich mal noch den Desktop-Sound an, dass wir gleich die schönen Motoren unserer Super-Tux-Autos hören. Wir haben übrigens 12 Strecken heute uns rausgesucht, auf denen wir fahren. Wir haben einen Pool von Strecken, die stehen schon fest, welche gefahren werden. Wir fahren immer drei Runden auf jeder Strecke. Und wir haben 3 Strecken, die nur im Finale exklusiv gefahren werden. Die anderen waren in dem Pool und dann wurde durch Zufall entschieden, welche Strecke wann gefahren wird. Gut, Daniel, ich hätte dann nichts mehr beizufügen. Und dann wechseln wir auf die Spielszene. Vorausgesetzt, das Spiel taucht noch auf. Moment, das müssen wir hier einmal noch ganz kurz vielleicht fixen. Da ist es.
Ich wäre soweit. Du dürftest dann, sobald du das hörst, das Rennen gerne starten. Ich bin übrigens als Spectator eingetragen, das heißt, ich werde dieses Mal direkt mitjoinen und wir werden den Rennstart sehen können. Nicht so wie das letzte Mal. Ich weiß nur nicht mehr, ob ich die Tasten jetzt gerade noch alle weiß, die ich drücken muss, um durchs Feld durchzuschalten. Aber das finden wir schon raus. Wie gesagt, wir haben Matze CC2224, aka Arvid, aka Cody. Wir haben Leon T, Damian Paluka und Andy Leni, die fünf Fahrer in Gruppe A, die das heutige Rennen, das heutige Turnier eröffnen dürfen. Ich freue mich. Und da geht's los. Und zwar auf die erste Strecke, auf die wir gehen werden, die lautet Hacienda. Das ist die Strecke, die auch im Tutorial gefahren wird. Eine ziemliche Standardstrecke oder die Standardstrecke im Spiel. Sehr einfach, schöner Einstieg. Während gerade die Karts aus die Strecke ausgewählt werden, warten wir noch kurz und dann werden wir gleich ins Geschehen reingeworfen werden. Das sind wir. JD auf der Pole, das ist der Dani. Aber der wird das Rennen gleich verlassen, dass er nicht im Weg steht. Und jetzt geht's los. Andy holt sich hier mit dem Windschatten schon mal einen großen Vorsprung raus und fährt jetzt mit der Fliegenklatsche davor. Und haben jetzt den Cody, den es erwischt hat, und Matze holt sich aber erstmal die Führung. Und hinter Damien, der jetzt auch noch an Cody vorbeigegangen ist, und Leon T hängt hier ein bisschen weit hinterher. Alle Fahrer, bis auf einer, haben die Taube ausgewählt. Sind wir bei Matze mit dem Kaugummi. Andy dahinter ist noch nah dran und verliert aber ein bisschen. Hinten jetzt Damien. Noch ein bisschen Vorsprung auf Rex, auf Cody und dann auf Leon. Oh, da vorne ist was passiert. Cody vorbei an Damien und es fliegt der Basketball. Der erste Basketball, meine Damen und Herren, am heutigen Abend direkt im ersten Rennen. Ich freue mich sogar ein zweiter Basketball. Und da fliegt der erste Basketball an Andy vorbei und trifft jetzt gleich den Matze. Der wurde letztes Mal auf einen Basketball getroffen. Wo kommt er? Da vorne fliegen sie bei. Drei Basketbälle fliegen auf Matze zu. Auf Matze kommen drei Basketbälle zu. Während da hinten viel mehr passiert, die bekriegen sich hier hinten. Den Matze können wir mal kurz außer Acht lassen. Noch ein Basketball. Vier Basketbälle fliegen schon in diesem Rennen. Was denn hier los? Wieso habe ich so, da ist einer runtergefallen. Das war der Leon, glaube ich. Nein, das war der Cody. Und da vorne die Basketball-Seption hier bei Matze. Jetzt trifft der Erste. Unglücklicherweise kamen die alle sehr nah beieinander. Aber jetzt kommt hier gleich der Nächste, während die sich hier hinten immer noch betteln. Wir sind jetzt gleich in der letzten Runde. Da kommt noch ein Basketball. Der ist aber despawned. Damit kommt Andy nicht ran, wenn wir hinten das Battle der Tauben haben. Um Gottes Willen, Leon führt noch vor Rex, Cody und dann Damien. Ah, stimmt, ich kann den Perspektiv wechseln. So, Damien fährt aber den Kaugummi. Matze, großen Vorsprung vor Andy. Dann Leon gegen Cody. Die sind hier noch eng beieinander. Hier kann sich noch viel tun, während Matze dem ersten Sieg am heutigen Abend entgegenfährt und dem ersten Sieg in Gruppe A. So, hier hinten tut es, glaube ich, nicht mehr arg zu viel. Andy fährt jetzt ins Ziel, kann jetzt das Rennen beenden. Und jetzt haben wir hinten den Leon. Der wurde gerade ein bisschen langsam. Mal schauen, ob der sich jetzt hier noch retten kann, weil da hinten kommt der Rex. Nicht der Rex, der Cody. Ob ich das heute noch hinkriegen werde, wenn ich bezweifle es. So. Leon im Ziel vor Cody und dann Damien auf Platz 5 ins Ziel. Dann darf ich die Gruppe B schon bereithalten, weil mit der fahren wir gleich weiter. So. Dann schauen wir uns einmal den Turnierbaum an, der sich hoffentlich gleich aktualisiert. So, schauen wir mal in den Chat. In der Pause Riesen-Brawl-Runde mit allen Spielern gleichzeitig. Unser Server kann leider nur 8 Spieler, weil er sonst ein bisschen in die Knie geht. Das ist ein bisschen traurig. Und der Andi wirft mit Stroh. Das werden wir Team wechseln. Danke für den Tipp. Das könnte teilweise ganz gut werden. Ich meine, gut, Punkte sind jetzt 5, 4, 3, 2, 1, so wie wir sie im ersten Rennen hatten. Da wird sich jetzt nicht viel in unserer Rennfolge ändern. Da haben wir einfach das Rennergebnis aus der 1. Dani, wenn ihr bereit seid, schreibt es in den Chat, dann starte ich euch das Rennen. Gruppe B darf nämlich sein erstes Rennen auch auf Hacienda bestreiten, auf der gleichen Strecke. Und damit, warte, ich schreibe ihm rein, Start. Damit starten wir in das Rennen. Und dieses Mal vergesse ich nicht, das Spiel zu wechseln. Ich hoffe es zumindest. Wenn ich es vergesse, dann kommt bitte einer einfach in meinen Discord-Channel und schreit mich an. Ich habe die Szene nicht aktiviert, ja, weil sonst sieht es nichts. So,
Wie gesagt, Hacienda wird ausgewählt. Wir springen in das zweite Rennen am heutigen Abend. Ich muss mal kurz was trinken, dass meine Stimme da bleibt, damit uns hier nichts passiert. Zur Frage aus dem Chat, mit welchem Treibstoff die Super Tuxcats-Autos fahren. Die fahren mit dem Biospiel, also mit ihrer Scheiße, die Tiere auskacken. So, es geht los. Lea steht auf der Pole, aber fährt nicht los. Hat's verkackt. Und jetzt haben wir hier vorne einen Kampf. Ganz vorne haben wir hier Thomas gegen We Will Gaga, dahinter EMP-Error. Oh, und da hat er die Kugel von Thomas in den Arsch gekriegt und fällt auf den letzten Platz zurück. Oh, Daniel wurde von der Fliegenklatsche erwischt, fällt jetzt auch ein paar Plätze zurück. Und Lea auf der Spur. Der holt den Thomas und schießt ihm direkt eine Kugel in den Arsch. Und da hinten sind wir Angulotech, der gerade den Damien kaputt gemacht hat. Was für Damien? Nee, der fällt ja gar nicht mit dem We Will Gaga. EMP-Error, We Will Gaga und Thomas jetzt hier. Thomas noch weiter zurückgefallen. Angulotech jetzt hier. Aufgeholt und der Layer zieht mit seiner Taube einfach davon. Und Kilotec zieht sich an der Mann mit dem Stöpsel vor. Oh, da kommt der nächste Basketball. Oh, da ist der Thomas explodiert, ist auf den letzten Platz zurückgefallen. Und der EMP-Error Daniel jetzt dahinter holt sich den Boost, springt drüber, aber bleibt hängen. Fataler Fehler. Aber Thomas macht auch einen großen Fehler, wurde von irgendwas getroffen, konnte deshalb nicht davon profitieren. Jetzt eine große Lücke konnte sich Rübel Gaga aufbauen, während Leia jetzt hier vorne gleich vom Basketball getroffen werden wird und so vielleicht die Führung verliert, weil da kommt schon Ankylotech, hat auf, fährt ihm einfach in die Karre, um ihn damit auszubremsen. Und Ankylotech übernimmt die Führung am Ende der zweiten Runde. All last lap, all or nothing. Wir sind in der letzten Runde. Leia mit einem relativ kleinen Rückstand nur versucht die Abkürzung zu nehmen. Und da kommt zwei Basketball. Leer wurde getroffen. Wie will Gaga ist jetzt vorbeigezogen. Aber da kommen zwei Basketbälle, die gleich an Kylotec treffen. Und der hat einen TNT am Arsch. Oh, und da hat er einfach die Bälle ausgetrickst. Wie will Gaga geht vorbei. Und der wird jetzt wahrscheinlich die Basketbälle abkriegen. So schaut's aus. Und damit kann Leia, oh Leia mit dem Fehler fährt er zur Seite raus. Wir sind gar nicht noch in der Führung. Leia jetzt aber vorbei. Ankylotec wurde da von der Kugel getroffen, verliert Platz. Und Leia wird da jetzt wahrscheinlich souverän wegziehen, die Kugel daneben. Da müsste jetzt schon viel schief gehen, dass Leia das nicht mehr kriegt. Oh, aber ganz knapp ist Noel, ganz knapp. We Will Gaga ganz knapp hinter Leia, aber Leia sichert sich den Sieg knapp vor We Will Gaga. Dahinter kommt Ankylotec auf der 3 ins Ziel. Und Thomas und EP waren schon auch noch ein bisschen gefightet. Thomas auf der 4 vor Daniel, der auf der 5 ins Ziel fahren wird. Das war Rübel Gaga mit dem Rundenrekord. Spannendes Rennen hier direkt am Anfang von beiden Gruppen. So, dann darf Gruppe A jetzt dann gerne beitreten. Wir gehen in das zweite Rennen am heutigen Abend von Gruppe A. Oh, habe ich keine Flasche umgekickt. Da kommen sie auch schon. Den Zwischenstand schon brauchen wir uns das mal gar nicht angucken, weil da wird sich nicht viel tun. Wir können trotzdem, wenn ihr wollt, einmal kurz draufklicken. Wir sehen, punktetechnisch gibt es die Punkte, wie sie gerade ins Ziel gefahren sind. Das ist ja nichts Neues. Und dann schauen wir ins Spiel zurück. Ihr seid bereit, dann bin ich auch bereit. Wir fahren das zweite Rennen von Gruppe A auf Nessis Teich. Das ist die Strecke für das zweite Rennen. Auch eine relativ kurze Strecke, sind wir auch letztes Jahr schon gefahren. Dürften ein paar Fahrer hier kennen. Mal schauen, wie das weitergeht. Aktuell, ich glaube, ich mache mir doch mal kurz noch den Turnierbaum selber hier irgendwo auf. Aber ist egal. Erstmal gehen wir ins Rennen. Andy steht auf der Pole, daneben Damien, dann CC2 zu 4, Matze und Leon. Es geht los. Andy mit dem guten Start. Bleibt noch vorne, aber dahinter. Matze auf der 2 aktuell hat einen Kaugummi. Oh, der ist schon einer hängen geblieben, der mir ein bisschen platt gedrückt worden von Leon. Schauen wir mal, was hier vorne abgeht. Wir haben immer noch keine Veränderungen in der Top 3, aber Leon ein bisschen Zeit verloren und Damien ein bisschen weit zurückgefallen, aber noch ist alles möglich. Da vorne jetzt, Matze, kommt an Andi ran. Andi sichert sich mit TNT ein bisschen was und driftet um die Kurve. Verliert es ein bisschen was und jetzt kommen die Boosts. Wer trifft die Boosts? Beide treffen die Boost-Pads, aber Matze innen rum!
versucht das und geht an die vorbei. Jetzt aber mit dem Fehler. Und hat Glück gehabt, dass er den Kaugummi gehabt hat. So, da hinten haben wir Leon. Alles ein bisschen weg. Wir schauen lieber hier vorne den Kampf an der Spitze an. Matze gegen Andi. Aber Andi jetzt mit der Fliegenklatsche und erwischt den Matze. Das ist jetzt sehr gut für Andi. Andi muss jetzt wegziehen. Das ist seine Möglichkeit, sich jetzt einen großen Vorsprung auszubauen. Und er verliert sogar noch Plätze gegen den Leon. Damien verliert da sehr viel Zeit. Das ist aktuell Weitletzter. Rex, Cody hat auch ein Ding. Und Leon an Matze angewiesen. Aber Matze mit der Fliegenklatsche ihn klein gemacht. Und der Arvid, oh, schießt die Kugel da quer übers Feld und trifft. Und trifft, aber der wirklich explodieren. Der hat das TNT nämlich am Arsch hängen. Und das explodiert ihm genau jetzt. Oder auch nicht. Aber jetzt. Jetzt ist er kaputt. So, aber wir haben davor den Kampf an der Spitze. Andi die Spitze verloren gegen Matze. Matze kann jetzt wegziehen, hat die Fliegenklatsche so mit einem kleinen Vorsprung. Ja, ich sehe gerade auch, dass es leicht laggt. Aber es gibt eigentlich keine ausgelassenen Frames. Ich glaube, da ist die FPS-Rate gerade im Keller. Moment. Ja, fast alle Spiele spielen die Taube. Ich schau mal kurz, ob wir es finden. Da hinten aber gerade. Da vorne schaut sicher aus Damien vorbeigegangen an Cody, der jetzt ein TNT hat und ein Ding ist. Moment, tut es jetzt, glaube ich, relativ wenig. Wir schauen gleich mal, warum es jetzt laggt. Weil auslastungstechnisch eigentlich alles okay ist. Schauen wir mal im Stream. Ah, okay, ich habe den Fehler gefunden. Aber jetzt schauen wir ganz kurz an. Vorne Matze vor Andi ins Ziel gefahren, vor Leon, vor Cody, vor Damien. So, Jim Armstrong Studio, folgendes, der Lag war gerade vermutlich, weil die Bitrate vom Stream zu hoch ist. Die hat er scheinbar nicht selbstständig runtergestellt, die steht nämlich auf 9000, weil das müsste eigentlich passen. Jetzt sagt nämlich, die Qualität ist gut, vielleicht lag es gerade an der Map, dass die Map da etwas Stress gemacht hat. Wir fahren aber mit Gruppe 2 die gleiche Map nochmal mit der Bundesrepublik. Ich weiß, die Musik hier im Moment, warte mal. Warte mal, die Musik möchte ich hier gerade eigentlich nicht haben. Stopp. Schwarzbild wollte ich auch nicht. Jetzt ist wieder angegangen. Ach, Moment. Wo ist denn die Kacke hier da? So. Und das Overlay wollte ich auch nicht. So. Wir müssen nochmal mit der Map, weil es lag am Stream, nicht am Rechner. Es lag an der Bitrate, an der Übertragung, irgendwas. Aber wir probieren es einfach vielleicht mit der anderen Kamera nicht ganz so schlimm. Wir haben unsere Spieler zurück. Wir können aber einmal noch ganz kurz auf den Turnierbaum schauen, wie sich jetzt das Ergebnis ändert. Schauen wir gleich nach der Runde, weil ich habe die Nachricht bekommen, die sind bereit. Dann starten wir für die das Rennen. Aber in der Zeit, bis das soweit ist, können wir hier nochmal kurz gucken, wie sich jetzt die Punkte hier verändern. Matze kriegt, hat er gewonnen vor Andi, das heißt der Matze kriegt 10, der Andi, der kriegt auch nochmal 4, dann sind wir bei 8 und dann hinten der Leon kriegt 3, ja die gehen einfach in der gleichen Ding wie sie waren, gehen die zurück. Und das Spiel startet. Lea startet wieder von vorne. Daneben Willi Gaga, EMP, Erwa, Uncle Protect und dann hinten Thomas. So, Lea führt erstmal. Dahinter. Ja, auf der Map leckt sie mir ein bisschen, ne? Sehe ich auch gerade. Irgendwas machen wir da nicht. Egal. Lea führt hier mit einem relativ großen Vorsprung vor We Will Gaga und dahinter ist ein Kampf mit Thomas, Ankylotech und EMPR und da fliegt ein Basketball. Während hier vorne gerade auch Lea ein bisschen eingeholt wird von We Will Gaga, der da eigentlich nur hinter bleiben muss und warten muss, bis der Basketball da vorne einschlägt. Ankylotech jetzt, ah, kriegt einen Fallschirm von hinten von Thomas, der das Fallschirm-Item ausgelöst hat. Lea den Ball ausgewichen. Das heißt, er trifft jetzt We Will Gaga. Das ist natürlich sehr ungünstig für ihn.
Also er ist getroffen mit meinem Leer, zieht damit vorbei und drückt ihm die Kugel noch rein. Hat er versucht, hat aber nicht funktioniert. An Kylotech jetzt, nur noch auf der 3. Konnte sich absetzen von EMP-Error. Sauber durchgefahren. Und Thomas, der hier nicht so ganz gut zurechtkommt gerade. Vor der Kampf, We Will Gar gegen Leia, hat es kaum mit ihm gerettet. Die fahren hier auf Augenhöhe, die zwei. Oh, die Kugel hat er geworfen, aber Leia mit dem Kaugummi hat sich geschützt. So, jetzt aber, oh, die Kugel geht daneben. Aber ist noch dran. Aber ist natürlich die Fliegenklatsche, Leia. Das bedeutet, lieber nicht nah ranfahren, weil sonst ist auf jeden Fall die ein möglicher Sieg hier weg. Alles geht jetzt auf die letzte Gerade. An Kylotech kommt hier gut ran. Oh, und da hat der Kaugummi Rübel Gaga richtig vor der Kugel gerettet, die Leia reingedrückt hat. Schauen wir mal. Leia mit einem Fehler! Leia mit einem Fehler ist, glaube ich, in Kaugummi reingefahren. Und das gibt We Will Gaga den Sieg in der zweiten Runde vor an Kylotech. Leia noch weiter zurückgefallen. Leia nur Dritter. An Kylotech auf der 2. EMP-Error kommt jetzt ziemlich sicher auf der 4 ins Ziel vor der Maus oder Hamster Thomas. Warum leckt das so? Das stresst mich. Deshalb, wenn wir ganz kurz gucken hier in der Spielaufnahme stimmt vielleicht irgendwas nicht. Wieso ist das Spiel echt nicht mehr im Vollbildmodus? Wo ist mein Spiel überhaupt? Dani, warte mal bitte kurz mit joinen. Ich muss ja einmal ganz kurz mein Spiel fixen. Wir schauen mal ganz kurz auf den Turnierbaum, während ich hier im Hintergrund mal kurz meine Einstellungen vom Spiel gucke. Weil eigentlich sollte das Spiel Vollbild sein, was es aber gerade nicht mehr ist. Lass mal Vollbild jetzt. Neue Auflösung anwenden. Einen Moment. Ich muss ganz kurz meinen Super Tux gerade neu starten. Das hat sich doch das ganze Rennen rausgetappt, scheinbar ein bisschen aufgehangen. Habe immer noch kein Vollbild. Ah ne, da muss ich hier die Auflösung noch wählen. Ah, okay. Diese Auflösung beibehalten. Dann joinen wir auf den Server zurück. Wir schauen einmal ganz kurz hier in den Turnierbaum, wie sich das jetzt hier verändert hat. Ich muss dann noch ganz schnell Slash Spectate 1 frame. So, Matze führt in Gruppe A vor Andy, dann Leon, dann Cody und dann Damien. Die sind in der Reihenfolge zweimal gleich ins Ziel gefahren. Aber in Gruppe B haben wir Rimmel Gaga einen Punkt vor Lea, einen Punkt vor an Kylotech und Thomas und EPR beide mit jeweils nur 3 Punkten. Wir schauen jetzt mal, ob sich das Stottern hier im Ding funktioniert, weil er sagte, schauen wir mal ganz kurz, was der hier meckert, was sie mir für die Streamrate empfehlen. Ja. Das ist mir aber eigentlich egal, weil das, was ich eingestellt habe, hat sonst auch immer gut funktioniert. Ansonsten müssen wir, wenn es ist, tatsächlich gleich den Stream einmal kurz neu starten. Und dann sollte das Problem sich beheben. Dann gehen wir in die nächste Runde vom Super Tux Kart Turnier. Wir fahren jetzt mit Gruppe A auf der Strecke Kerzenstadt. Wir fahren in der Kerzenstadt. Da hatten wir letztes Jahr unseren Tiebreaker zwischen G-Max und Leia, wer ins Finale einzieht. Gruppe A, schauen wir mal, ob sie dieses Mal in einer anderen Konstellation ins Ziel fahren können. Andy steht vorne, dahinter Cody, Damien und da hinten schlechter Start gewesen. Oh, da fallen sie direkt aus der Map. Da bleiben sie direkt alle hängen und das natürlich sehr gut für Andy. Jetzt direkt wieder mit Matze. Oh, Andy hat ihn da richtig reingedrückt. Vorsprung jetzt auf Matze ziemlich gut. Da hinten haben wir Leon.
der erstmal den Cody platt macht und dann selber gegen die Wand fährt. Und da kommt der Damien. So, schauen wir mal, was die zwei hier veranstalten. Alles noch sehr nah beieinander. Hier vorne jetzt Matze holt auf Andy auf. Schauen wir mal, hat sich hier ein Andi jetzt ran. Oh, da hat er Glück, dass im letzten Moment die Banane wieder zum Geschenk wird. Sichert sich jetzt erstmal mit dem Kaugummi. Andi driftet da aggressiv rein, um kleiner Fehler. Da hinten haben wir jetzt gerade ein Battle, Damien gegen Cody. Und der Leon kann sich ein bisschen absetzen. Andi jetzt ein bisschen zurückgefallen. Oh, das war ein grober Fehler von Andi. Das war ein großer Fehler, der ihm den Nachteil jetzt gebracht hat. Damien in der Zeit vorbei an Cody. Okay, dann müssen wir die Stream-Bitrate gleich mal runterstellen. Das müssen wir fixen. Da stimmt irgendwas nicht. Gehen aber schnell in die letzte Runde. Jetzt großer Vorsprung von Matze. Da hinten ist noch nicht alles gegessen. Die Stream Bitrates. Da kümmere ich mich gleich drum. Ich stelle es gleich einmal um. Der Link sollte auch nicht gleich der gleiche bleiben. Währenddessen wir ganz kurz sehen, was das Ende machen. Matze fährt ins Ziel vor Andy. Und dann haben wir Leon noch auf der 3 vor Cody und Damien, die sich hier noch ein Battle liefern. Aber Cody schafft es. Wir sind, glaube ich, wieder in der gleichen Reihenfolge Zielfahren wie davor auch. Stark. So. Jetzt bin ich hoffentlich gleich wieder flüssig. Aus irgendeinem Grund kackt nämlich die Stream-Bitrate ab. So. Wir probieren es einmal ganz kurz. Ich müsste, wenn ich auf Stopp den Stream stoppen drücke, müsste ich in der Lage sein, den gleich wieder mit dem gleichen Key neu zu starten. Bleibt mal bitte alle kurz hier im Stream-Chat. Ich schicke euch hier den Link rein oder in den Discord, falls sich der Link ändern sollte. Nein, ich möchte den Stream nicht beenden, ich möchte nur in OBS. So, dann sollten wir jetzt hoffentlich gleich zurückkommen. Schauen wir mal, wie lange es dauert. Sind wir zurück? Schauen wir mal, wie lange es dauert. Ja, ich habe jetzt die Stream-Bitrate geändert. Jetzt sollte das hoffentlich, also mir hat auch YouTube dauernd gesagt, ich soll doch bitte auf 4500 zurückwechseln. Ich hoffe, dass das jetzt geholfen hat und dass das unsere Lag-Probleme beseitigt. So, ihr hört mich wieder, oder? Ich bin zurück, das sehe ich im Chat, der sagt mir auch sehr gute Verbindung. Dann seid ihr bereit, Dani. Ich habe gerade nicht geguckt, ich war ja gerade AFK. Ich wechsle schon mal kurz mal auf die Spielszene schnell zurück. Ich muss das Spiel gleich nochmal kurz minimieren und auch wieder auf Fenster wechseln. Gut. Dann starten wir. Ganz kurz, wir fahren die Strecke. Also wir drücken schon mal kurz auf Start. Ja, wir drücken für die auf Start, dann geht's schon mal los. Wir fahren jetzt mit diesem Team nochmal Hacienda. Der Zufallsgenerator hat nochmal Hacienda ausgespuckt. Ich habe jetzt die Bitrate angepasst auf das, was YouTube wollte. Die war das Doppelte von dem, was YouTube mir hier geschrieben hat. Aber scheinbar haben die irgendwas im System geändert, dass man jetzt auch noch mit 4500 Bitrate maximal Upload hat. Wer ist mir neu? So. Thomas startet auf Paul, daneben Leia, Kürtek, We Will Gaga, JD, das Spiel wird noch mit und ganz hinten EMP-R. Es leckt immer noch, aber warum? Kürtek zieht auf jeden Fall weg, die hier alle ins Kaugummi gefahren. Wir müssen, wieso machst du jetzt immer noch Ausstieg? Thomas vor We Will Gaga, EMP-Error. Hört ihr mich noch, weil dann kommentiere ich es einfach für euch schnell weiter und danach müssen wir kurz gucken, warum es nicht mehr funktioniert. Aber mal. Juan Kilo, der geht mit einem Spike-Schild, das kenne ich so gar nicht. Hier im Kampf mit Leia.
Dann Rümel, Gaga dahinter und dann EPR und Thomas. Am Internet liegt es nicht, zu 100% nicht. Ich habe 40k Upload und 250k Download. Daran dürfte es nicht liegen. Scheinbar hört ihr mich auch noch. Das bedeutet, es liegt wohl irgendwo, vielleicht doch im Spiel PC-technischer Natur. An Kynotec jetzt an Rübel gar keine Position verloren. Da hinten ein Kampf zwischen EP-Error und Thomas, die jetzt aber aufholen auf An Kynotec. Oh, der wurde von der Kugel getroffen. Das ist ungünstig. Fällt auf den letzten Platz jetzt zurück. Aber das erste Rennen und das zweite ging doch ohne Probleme, oder? Da war doch kein. Oh, An Kynotec jetzt hier in das harte Ding reingefahren. Die ersten zwei Rennen gingen doch ohne Lags, oder? Oder hatte ich das nicht richtig gesehen? Mal gucken, was hier so Stockprobleme verursacht. Ah, ich weiß eventuell, woran es liegt. Ja, doch. Ich glaube, mir fällt gerade eine Einstellung, die wir noch probieren können. Das ist. Wir probieren gleich mal was. Während wir das Rennen hier beenden, Leia vor Rübel Gaga, vor hier hinten ist nichts. Ja, vor Thomas. An Kylotech verliert vielleicht noch eine Position hier an EMP-Error. So schaut's aus. Nein, mit Nitro noch im letzten Moment vorbei gerettet. Ja, einen Moment. So. Es hat nur Probleme gemacht während des Spiels, weshalb ich jetzt, also ich habe gesehen, es war noch hart, also Nvidia NVENC oder HNVENC oder wie es heißt, also quasi Hardware-Encoding eingestellt. Ich bin jetzt auf meinen Software-Encoder zurückgewechselt, mit dem ich sonst auch immer eigentlich streame. Jetzt hoffe ich, dass das Problem behoben ist. Falls nicht, wüsste ich gerade nicht, was ich noch ändern soll. Da müssen wir gleich mal gucken. Einen Moment, ich muss noch hier ganz kurz fertig moderieren. Folgendes, wir fahren jetzt, welche Gruppe fahren wir denn? Das ist die Gruppe 1, ihr viertes Rennen. Das ist das vierte Rennen, Gruppe 1, wenn ich mich gerade nicht vertue. Das bedeutet, Team 1, Rennen 4, fahren wir auf der Vulkaninsel. Wir schauen auch mal ganz kurz in den Turnierbaum rein. Was sich jetzt hier verändert. Matze führt hier vor Andi mit einem großen Vorsprung und dann und die anderen. So, schauen wir mal. Also Platz 1 und 2 sind sicher. 5 Punkte maximal zu holen. Das bedeutet, Leon kann nicht mehr vorbeigehen an Matze. Könnte aber am Andi noch vorbeigehen. Das heißt, Matze haben wir schon mal sicher im ersten Halbfinale. Um die anderen Positionen steht es noch nicht sicher. Und Gruppe 2 schauen wir uns dann gleich an. So, wir starten in das letzte Rennen der Gruppenphase A. Wie gesagt, wir fahren auf der Vulkaninsel, schöne große Strecke, wo man sehr viel gute Möglichkeiten hat zu überholen und auch um Leute abzuschießen. Ich bin sehr gespannt, was die uns hier machen. Matze, wie gesagt, schon mal durch. Bei den anderen haben wir noch 12 und 9 Punkte. Das heißt, wenn der Andi einen holt und Leon gewinnt, wäre er vorbei. Schau mal, hoffentlich ist es das gewesen. Ich habe es ja nebenbei noch im OBS offen. So, Matze vor Leon, vor Damien, Andy da direkt aggressiv am Start rein. So, oh, verschiedene Wege. Oh, da sind sie sich gekreuzt und Damien hat einen ein bisschen Wegabschnitt da reingefahren. Ein kleines bisschen laggy ist es noch, sehe ich. Aber im Vergleich zu vorhin deutlich besser. So. Matze und Andi betteln sich da vorne wieder. Und hier hinten unser Dreierpack, wie wir es die Runden davor auch schon gesehen haben. Oh, Damien schießt hier richtig übers Ziel hinaus. Wir haben vorne Führungswechsel nicht hatten. Matze führt immer noch vor Andi. Leon nahe dahinter. Ja, aber ich bin immer noch nicht ganz happy. Aber ich sehe eigentlich keine aus. Also ich weiß nicht, warum es trotzdem jetzt noch laggt. Weil das dürfte es eigentlich nicht. Aber Leon jetzt vorbei.
wieder an Cody, der mir den Ball zurückgefallen. Oh, der Matze baut hier den riesen Vorsprung gerade aus. Wir schauen noch ganz kurz. FPS sehe ich hier gar keine. Doch, 75. Das könnte tatsächlich das Problem sein. So. Vorne fährt Matze mutterseelend allein weg und dahinter ist noch alles eng. Andy hinter, vor Leon, dahinter Cody und dann Damian. Alle noch sehr nah beieinander, kann auch viel passieren. Oder ein Basketball könnte das Ganze hier einmal richtig aufmischen. Da kommt der Basketball, den ich angesprochen habe. Ich habe es gejinxt. Mal schauen, ob er rechtzeitig hier ankommt vorne bei Matze. Der hat aber einen sehr großen Vorsprung auf den Andy. Der Basketball wird, oder Basketball ist despawned, keine Ahnung, wo der kaputt gegangen ist jetzt. Andy läuft jetzt ein bisschen auf Gefahr. Oh, das ist natürlich sehr schlecht für Andy. Aber er kam durch, ohne hängen zu bleiben. Leon kommt immer näher an den Andy an. Eigentlich dürfte Wiesing nicht an sein. Schauen wir, ich gehe gleich nochmal in die Einstellungen. Aber ich habe 75 FPS und Stream mit 30. Das könnte sein, dass das die Mini-Ruckler sind, die wir sehen. Da 30 und 75 nicht gerade sich gut aufeinander abbilden lassen. Leon an Andy vorbeigekommen jetzt übrigens. Und dahinter Cody, Damian und Matze weit weg vom restlichen Feld. Oh, Cody hat kein Item bekommen. Andy aber mit einer Peitsche. Genauso wie Leon. Vorsprung. Noch alles möglich. Jetzt natürlich auf dem Sand sind sie langsamer. Dani, wenn du das hörst, bitte ich dich, dass die nächste Gruppe mit dem Join ein bisschen wartet. Dann mache ich kurz die Einstellungsgeschichte und dann schau das Johnny auf dem Server und dann könnt ihr auch wieder. Oh, Andy haut hier den Cody weg. Der will sich hier den Platz 3 sichern. Oh, jetzt der Fallschirm für Andy. Ja, kriegt, weil hinten jemand aktiviert hat. Oh, Cody schießt mal von der Strecke. Andy weicht hier elegant einer Kugel aus. Schauen wir mal kurz. Matze jetzt hier. Kurz davor, das Rennen zu beenden. Leon dahinter. Dann Andy, dann Damian, dann Cody. Große Abstände zwischen allen. Während wir jetzt mal Matze zuschauen, der hier seinem Sieg entgegenfährt und damit sich den letzten Sieg aus Gruppe A sichert und erster wird in diesem Rennen. Er streamt natürlich gerade mit 30 FPS, weil er mit 60 auch gemuckt hat. Und V-Sync funktioniert bei mir nicht, wenn ich streame, dann geht mir irgendwas kaputt. Auf der 2 Leon, Andy kommt auf der 3 ins Ziel. Hinten haben wir noch einen Kampf um die letzte Position. Damian gegen Cody. Und Cody fährt er in die Wand, natürlich sehr ungünstig. Je nachdem, was er jetzt für ein Item bekommt, kann er vielleicht noch was machen. Kann er noch was tun? Oh, der hat den. Oh, sehr ungünstig. Da hat er Damian noch einen Kuchen gehabt und konnte deshalb nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Gut. Wie gesagt, dann bitte einmal kurz warten, bevor ihr den Server wieder betretet. Ich schaue hier einmal kurz meinen Einstellungen nach, weil man kann hier, glaube ich, auch die FPS toggeln, dachte ich. Deshalb mache ich hier noch mal kurz meine Auflösung kurz einmal neu. Ich möchte hier echt 1920 mit 1080. So, Spielersteuerung. Kannst du kurz einen Moment. Do not limit FPS. Man kann nämlich die FPS auch irgendwie limiten. Wir schauen mal ganz kurz auf den Zwischenstand. Wir haben jetzt das erste Rennen vorbei. Ja, aber die erste Gruppe, das bedeutet, wir wissen auch schon, wer ins Halbfinale einzieht. Matze zieht mit 20 Punkten, damit mit dem perfekten Run alle vier Rennen gewonnen, zieht er ins Finale. Dann haben wir den Andy, der mit 15 Punkten ins Finale zieht und Leon T. mit 13. Also knapp noch am Andy. Die drei sind die ersten drei, die ins Halbfinale fahren dürfen. Ich schaue mal ganz, ob ich was finde mit FPS-Limits. Gut, im Lockscreen sind 627, die sind mir ziemlich egal.
Ich kann gerne einmal versuchen, die FPS auf 60 zu ändern. Ob uns das einen Vorteil bringt, weiß ich aber gerade nicht. Aber wir können es gerne einmal ganz kurz versuchen. So, dann probieren wir es mal mit 19, mit 19, mit 20 FPS. Was für 20 FPS mit natürlich 60? Ich joine auf den Server wieder drauf. Das bedeutet, Dani, ihr dürft wieder joinen. Die nächste Strecke, die gefahren wird im letzten Rennen von Team 2, ist jetzt auch die Kerzenstadt. Das ist das, was wir jetzt fahren. Und wir schauen uns einmal kurz Gruppe B an. Leia und Weevil Gaga sind punktgleich aktuell. Da ist noch nicht sicher, wer auf welchen Platz ins Halbfinale einzieht. Ansonsten sieht es für einen Kilotech sehr gut aus, der mit 9 Punkten 3 Punkte Vorsprung auf Thomas hat. Doch. Zwischen den beiden ist auch nicht ganz entschieden. Da könnte sich vielleicht, wenn Thomas 4 Punkte mehr. Oder, ja, weil. Wenn ein Kilotech 10 letzter wird, hätte er 10. Das heißt, Thomas müsste gewinnen und ein Kilotech letzter werden, dass er den Platz an Kilotech noch wegschnappen kann. Es wird spannend, wer vor allem bei Rübel, Gaga und Leia dieses Rennen wird es entscheiden, wer von beiden auf welchem Platz in Halbfinale 1 oder Halbfinale 2 einziehen wird. Wir wechseln in das Spiel. Und mal kurz ein bisschen größer schneiden wir am Rand ein bisschen was ab, ist glaube ich nicht so schlimm. Und dann starten wir in das letzte Rennen von Gruppe 2. Von Gruppe B, Entschuldigung. Wir fahren, wie gesagt, auf der Kerzenstadt. Strecke hatten wir vorhin auch schon von Gruppe A. Schau mal, ob das mit 60 FPS hier gut funktioniert oder nicht. Hier ist das komisch, die ersten Spiele gingen und seitdem macht hier irgendwas bisschen Stress. Also nicht was. Schauen wir mal. Rübel, Gaga, von Kilotech, Imperator Thomas und ganz hinten startet Leia. Oh, eng. Thomas führt aktuell. Rübel, Gaga da nah dran auf anderen Kilotech. Hinten Leia erstmal im Drift an den PR vorbei, der da ein bisschen gegen die Wand fährt, ein bisschen lost gerade scheint. So, dann schauen wir mal, was da vorne abgeht. Thomas, Leia jetzt auch schon wieder zurück an der Spitze, nachdem er von ganz hinten gestartet ist. Sehe gerade, der Stream lädt. Warum? Rümel Gaga vor Leia. Hinten. Kein großer Fight gerade. Doch hier an Kilotech gegen Thomas, die da am Kämpfen noch sind. Oh, Thomas quer über die Strecke, wollen da den Weg abschneiden, hat es nicht geschafft. Weiß ich ganz, warum das Stream jetzt gerade weg ist. Thomas jetzt hier getroffen. Im PR. Weevil Gaga an Leia vorbei hat den Jumper getroffen. Leia verliert jetzt ein bisschen Zeit, aber wird das, denke ich, wieder aufholen können. Und da steht er auf der Strecke. EMP-Error steht auf der Strecke. Vielleicht ein Disconnect gehabt. Oder ist gerade ein Disconnecten. So, aber hier vorne. Weevil Gaga führt noch vor Leia. Muss seinen Vorsprung nicht mehr bald. Und fährt aber jetzt in den Kaugummi. Hat ihn erwischt. Sehr viel Schwung verloren. Leia aber nicht. Und Leia jetzt daneben zieht vorbei erstmal. Oh, aber da kommt ein Basketball. Aber der wird nicht rechtzeitig noch ankommen, um hier was auszurichten. Weevil Gaga kriegt noch ein Ding reingedrückt und damit Leia fährt als erster ins Ziel vor Weevil Gaga. Dann am Kilotech auf der 3, auf der 4 Thomas und mit einem Disconnect kommt dann EP aber Daniel als über das letzte gewertet. Seht ihr das Bild noch, weil bei mir die Stream-Vorschau lädt? Jetzt wollte ich ganz kurz Feedback, wie es gelaufen ist. War es jetzt besser oder waren die 30 FPS besser? Was ist euch lieber? Weil bei mir lädt die Stream-Vorschau, bei mir sieht es aus, als ob der Stream stehen geblieben ist. Wie ist es bei euch?
den Stream selber mal schnell hier noch in den neuen Tab. Den Stream selber. Ah ne, ich sehe mich noch, dann scheint es nicht so schlimm zu sein. Dann ist bei mir nur die Vorschau im Ding hier, hat sich aufgehangen, ein Refresh auf die Seite. Wir schauen uns aber einmal kurz das Endergebnis an. Angelotech mit 12, Thomas mit 8, Impera mit 5, We Will Gaga mit 17 und Leia mit 18 Punkten. Das bedeutet, Leia, We Will Gaga und Angelotech ziehen auch in das Halbfinale ein. So, jetzt schauen wir einmal ganz kurz, wie es bei unserer Gruppe 3 denn aussieht. Sind da alle, oder Gruppe C, sind da alle Spieler da? Aktuell nur drei Spieler da. Der letzte Spieler fehlt uns noch. Schreibt ihr einmal ganz kurz. Weil uns der letzte Spieler fehlt, um Gruppe C zu fahren. G-Max und Rex haben wir. Dann haben wir noch einen Spieler, Mr. Shavy, haben wir dann noch. Und da hatten wir eigentlich noch einen vierten Spieler. Ansonsten, wenn sie nicht kommt, müssten wir wohl oder übel sie. Ja, was ist disqualifizieren? Klingt zu hart. Aber dann fahren wir halt die Gruppe mit drei Leuten und dann kommen trotzdem zwei weiter, weil wir können jetzt nicht spontan hier alles umwerfen. Das wäre sonst etwas blöd. Auch wenn dann nur einer aus der Dreiergruppe rausfliegt, ist scheiße, ich weiß, aber das können wir dann nicht verhindern. Habt ihr jetzt das Bild eigentlich gerade in der Runde flüssig gesehen, aber ist immer noch doof? Weil ich habe es vor ein paar Tagen noch getestet, bevor ich jetzt 3 Tage nicht da war, und da hat alles super funktioniert und jetzt natürlich macht es wieder Mucken. Aber ich kann auch nichts anderes groß einstellen. Außer das, was ich jetzt getan habe. Also ich könnte in Super Tux gerade irgendwie die FPS toggeln, was man glaube ich kann, aber ich weiß gar nicht wie. Ja, warte mal noch kurz, schau mal kurz. Die Person ist nämlich abwesend im Discord, aber gerade nicht anwesend. Dann würden wir wohl oder übel einfach mit drei Leuten das Gruppe C Gedingsel hier ausfahren, wenn letzter Platz Akademische Ära nicht auftaucht. Wir fahren jetzt mal das erste Rennen. Wenn sie dann kommt, kann sie noch einsteigen oder wir fahren dann noch mal ein Rennen mehr oder so spontan. Aber damit es hier weitergeht, fahren wir jetzt mal das erste Rennen von Gruppe C, und Gruppe C wird ihr erstes Rennen. Ich schreibe hier einfach kurz Start rein. Gruppe C wird ihr erstes Rennen auf der Vorsintflutlicher Abgrund, so heißt die Strecke. Auf dieser Strecke wird die Gruppe ihr Rennen bestreiten. Das ist die Unterwasser-Map für die sie kennen. Auf dieser Karte werden wir das allererste Rennen von Gruppe C austragen. Wir können auch schon mal ins Spiel rüberspringen. Ich mache mir Discord auch nochmal auf, falls sie mir schreibt. So, hier sind wir. G-Max, Mr. Shavy und Captain Rex. G-Max startet von Pole neben Mr. Chevy und Rex ist zurückgefallen. G-Max direkt den Mr. Chevy platt gemacht. Und dann geht Rex jetzt auch noch an ihm vorbei. Oh, und erwischt den Kaugummi. Das ist natürlich sehr bitter für ihn. Man sieht auch die Profispieler, die direkt mit dem Drift anfangen wollen, aber wir fahren auf Experte und nicht auf Super Tux, und damit ist es gar nicht so einfach, weil man manche Sachen drehen machen kann. Und G-Max hier von der Kugel getroffen und Rex zieht erstmal vorbei. Und das wurde ja auch fast von Mr. Shelby von der Kugel getroffen. Mr. Shelby holt ein bisschen auf, glaube ich, auf die zwei da vorne, und auf Rex holen sie auch auf, aber auch nicht so stark.
Also G-Max jetzt hier boostet, holt sich Boost. Rex kann da vorne seinen Vorsprung ziemlich gut halten. Mr. Chevy kommt an G-Max ein bisschen ran. Und geht jetzt hier innen vorbei. Aber jetzt geht's außen um. Oh, da ist G-Max hart reingesprungen. Und der Pömpel, der ging daneben. Und das freut den Rex, weil der kann dadurch ein bisschen Vorsprung gewinnen. Im Stream läuft es, glaube ich, auch flüssig. Oder? In meinem OBS ist wirklich aus. Oh, G-Max hier getroffen. Mr. Chevy jetzt auf der 2. Kann er auf Rex? Oh, Rex hat ein TNT. Das ist ganz ungünstig. Wenn das TNT nämlich hochgeht, würde er explodieren. Hat aber noch viel Zeit. Kann, wenn er, glaube ich, einen anderen Gegner trifft oder ein Kaugummi hat, das aber abwenden. Oder wenn er, glaube ich, einen anderen Spieler rammt. Mr. Chevy jetzt aber hier kommt nah ran. Wird er den Plattmann? Er hat den Ding gar nicht mehr. Aber ich glaube, Rex hat sein TNT verloren. So schaut es aus, ist nicht explodiert. Jetzt hier neben Mr. Chevy, der trifft aber Rex und kann ihn damit einladen. Und jetzt hinten geht aber G-Max an Rex vorbei. Oh, der trifft ihn mit dem Cupcake. Rex auf der 2. Aber Mr. Chevy mit der halben Runde jetzt durch. Hat einen ziemlich großen Vorsprung. Und von hinten aber G-Max hat den TNT geholt, aber jetzt auf Rex auf wieder aufholt. Das hat, glaube ich, übrigens nicht nur der Stream, aber mal kleine Ruckler. Ich habe auch kleine Ruckler teilweise drin. Mr. Chevy beendet das erste Rennen von Gruppe C auf der 1. Dann Rex 2. und dahinter G-Max 3. Das war das erste Rennen dieser Gruppe. Wir können jetzt auch auf dem Server gleich draufbleiben, weil wir mit der Gruppe gleich weitermachen werden. Okay, ja, ich habe kurz diesen Schimmert. Natürlich, wenn uns, wenn wir jetzt dreimal das gleiche geht, wenn wir, wenn es nach, wenn es früher klar ist, wobei, nee, Dani, ich würde es die Spieler machen lassen. Wenn die 4 Runden fahren wollen, fahre ich gerne 4 Runden, auch wenn vorher schon klar ist. Das dürfen die Spieler gerne entscheiden. Und wenn ihr zwischendrin kurz Pause machen wollt, ist mir auch egal. Wenn ihr bereit seid, schreibt ihr mir und dann starten wir. Und wenn ihr 4 Runden fahren wollt, lasse ich euch auch ganz gerne 4 Runden fahren, weil ihr, nur weil es früher klar ist, heißt nicht, dass ihr weniger fahren dürft als die anderen. Weil da hätten wir theoretisch auch eine Runde früher aufhören können, weil es da auch schon früher klar war, wer es wird. Ich probiere mal ganz kurz noch ein paar Kleinigkeiten. Ich mache mal ganz kurz, nämlich einen Moment, wo ist denn die Vorschau von OBS aus? Ich stoppe den Stream. Habe ich sonst hier noch irgendwas offen, was ich gerade nicht brauche? Nein. Gut, ihr seid bereit. Dann starten wir in Rennen 2 von Gruppe C auf der schönen Strecke Hacienda. Die Strecke, oh, ich habe euch schon gedrückt, jetzt. Die Strecke sind wir ja heute schon ein paar Mal gefahren. Die Standardstrecke von Super Tux Kart. Ich schalte noch auf die Spielszene um. Habe ich sogar schon. Das ist erfreulich. Kurz einmal kurz die Nase. Entschuldigt bitte. Eigentlich läuft sie gar nicht, aber ich habe das Gefühl, irgendwas hängt da. Lecker. Gut, wir warten auf den Start, dass ihre Karts und die Strecke ausgewählt wurde. Da sind wir. Mr. Chevy startet auf der Pole vor G-Max und Rex. Direkt ein Gerangel am Start nebeneinander. Chevy zieht weg, G-Max an Rex erstmal. Wow, Rex mit einem riesen Boost hier auf die 2 jetzt geschoben. Oh, und da wurde G-Max von der Kugel getroffen. Das ist sehr ungünstig. Da verliert er ziemlich viel Zeit, weil die geben hier richtig Gas. Die Kugel von Mr. Chevy daneben, die Kugel von Rex daneben. Der Basketball fliegt, der erste. Ich sehe auch gerade noch, man sieht, welche Items sie haben. Links die Peitsche jetzt bei G-Max. Und der Basketball, 2 Basketbälle fliegen Richtung Mr. Chevy. Damit wird er seine Führung gleich ziemlich sicher verlieren, wenn beide durchkommen sollten.
Aber jetzt G-Max kommt an Rex ran, der hat aber eine Fliegenklatsche. Mr. Chevy wird jetzt gleich getroffen von den ersten Basketball und der zweite wird er geblockt. Wir wissen es nicht. Der erste den hat er geblockt, der ist schon mal despawned und der zweite schon mal, ob er trifft. Oh, Rex mit dem großen Fehler von Rex, der muss sich zurücksetzen. Und das hat ihn viel Zeit gekostet. Und Mr. Chevy hat irgendwie beide Basketbälle abwehren können. Vielleicht geht es mit der Fliegenklatsche, ich bin mir nicht sicher. Jetzt haben wir hier ein ziemlich einsames Rennen. Sehr große Abstände zwischen allen. Mr. Chevy führt mit einem großen Vorsprung vor G-Max. Vorsprung beträgt 7,8 Sekunden. Und Rex auch mit einem sehr großen Abstand nach hinten. 15,9 Sekunden auf Mr. Chevy. Das heißt, der ist gut 8 Sekunden hinter G-Max. Mein Kopf hat gerade aufgehört. So. Hier wird sich nicht mehr viel tun. Wir schauen Mr. Chevy zu, wie er seinem ersten, nicht dem ersten, dem zweiten Sieg entgegenfährt. Gewinnt das zweite Rennen hier aus Gruppe C. G-Max fährt auf Platz 2 ins Ziel. Und Rex wird Dritter werden. Ich bin mir das doch mal kurz hier rüber, glaube ich. Ja, das war tatsächlich ein etwas unspektakuläres Rennen jetzt gerade. Schauen wir auf den Turnierbaum. Wie sind wir davor ins Ziel gefahren? Davor sind wir ins Ziel gefahren mit Mr. Chevy, Rex und dann G-Max. Das bedeutet, Mr. Chevy baut den Vorsprung auf 8 Punkte aus und G-Max und Rex sind punktgleich. Das bedeutet, in jedem Fall werden wir vier Rennen fahren müssen, um zu entscheiden von G-Max und Rex, wer weiterkommt. Weil egal, wer von beiden jetzt wo landet, kann es dann passieren, dass die punktgleich am Ende immer noch rauskommen. Der ist One Imposter Among Us. Alle drei auf gleicher Augenhöhe, das ist sehr schön. Das könnte jetzt ein sehr spannendes Battle noch für die letzten zwei Runden geben. Seid ihr bereit? Wollt ihr noch einmal kurz durchschnaufen? Ich wäre soweit und dann können wir das Rennen 3 starten. Ah, der Matze ist gejoint. Der war tatsächlich hier fehl am Platz. Schau mal kurz, ob die Teilnehmer uns noch geschrieben hat. Nein, damit wird sie dann offiziell disqualifiziert. Ihr seid bereit, ich bin bereit und wir fahren nochmal, hat der Zufallsgenerator die vorsintflutlichen Abgrund ausgewählt. Das bedeutet, wir fahren nochmal auf der Unterwasserstrecke. So, wir schauen mal ganz kurz, weil nach Zeitplan sind wir voll im Plan. Da aktualisiert sich ja einmal schnell. Wir fahren jetzt noch Gruppe C zu Ende, da machen wir eine kurze Pause. Die brauche ich auch, weil ich muss aufs Klo. Und dann kommt das erste Halbfinale am heutigen Abend. Wir gehen auf die Spielszene, denn in Kürze wird es losgehen. In Rennen 3 von Gruppe C. Hier beim Super Tungskartonier der Informatik. Mathe, nur Informatikmannschaft. Aber ich habe euch trotzdem lieb, Mathe. Und wir fahren los. Mr. Chevy vor Rex vor G-Max. Mr. Chevy baut einen Vorsprung auf. Vor G-Max, vor Rex. Oh, Rex mit der Banane. Ungünstig. G-Max jetzt hier dran. Nicht wirklich, aber alle noch sehr nah beieinander. Hier kann noch ganz viel passieren. Oh, da kommen drei Bälle und G-Max ist allen ausgewichen. Da hat er Glück gehabt. Abstände vergrößern sich ein bisschen zwischen allen. Da fliegt eine Kugel nach hinten, den das Rex gekonnt ausgewichen. Aktuell sonst keiner mit dem Item. Mr. Chevy hat keins, G-Max hat keins und Rex hat auch keins. Oh, da ist G-Max sehr langsam auf einmal geworden und da fliegt ein Basketball in Richtung von Mr. Chevy. Oh, G-Max ist jetzt hier abrupt stehen geblieben. Verliert sehr viel Zeit, das ist natürlich sehr gut jetzt für Rex. Der Pömpel greift nicht auf Mr. Chevy, aber zumindest an G-Max, aber zumindest in die Wand. Mal schauen, ob Mr. Chevy den Basketball gleich abwehren kann. G-Max und Rex auf jeden Fall hier jetzt noch nah beieinander. Schauen wir mal, was der Basketball macht. Da kommt er angeflogen, geht vorher kaputt.
Und G-Max hier von der Kugel vom Strap getroffen. Damit geht Rex vorbei. Und Rex hat den Cupcake leider zu weit geworfen, auch wenn er darüber keine Kontrolle hat. Und den ist hier aber an. Leider Respawn ist nicht so schnell genug für G-Max. Großer Fehler von G-Max. Ähnlich wie wir es in der ersten Runde, in der letzten Runde gesehen haben von Rex. Damit jetzt weit zurückgefallen. Mr. Chevy fährt hier voll souverän, macht den riskanten Move, um sich noch das Nitro zu holen hier. Fährt mit großem Vorsprung. Jetzt dann gleich Richtung Ziel. Rex auch mit dem großen Vorsprung auf G-Max, der noch nach hinten was schießt. Der holt sich jetzt auch noch ein TNT. Und dann fährt Mr. Chevy seinem dritten Sieg in Gruppe C entgegen und ist damit auch sicher im Halbfinale. Rex verliert schon noch ein bisschen Zeit jetzt hier auf G-Max, aber Rex fährt das souverän zu Ende, wird Zweiter und G-Max wird Dritter werden. Bedeutet, wir haben jetzt G-Max mit 12, nicht G-Max, wir haben Mr. Chevy mit 12 Punkten und Niklas CT7567 aka Captain Rex und G-Max bekommen beide, nicht beide, der eine hat 8, der andere hat 7. Das bedeutet, G-Max müsste 2 Punkte, oder müsste, doch 2 Punkte, also Fakt ist, G-Max müsste jetzt gewinnen und Niklas Rex müsste Letzter werden, dann hätten wir wieder einen Gleichstand, oder? Dann wäre er vorbei. G-Max müsste gewinnen, Rex müsste Letzter werden, dann wäre G-Max weiter und wenn G-Max aber vor Niklas ins Ziel kommt, also auf 2 und Niklas auf 3, dann hätten wir einen Tiebreaker um den letzten Halbfinalplatz. Ich bin bereit, Jungs, seid ihr es auch, um in das letzte Rennen von Gruppe 4 zu starten. Und wir fahren auf Nessies Teich. Haben wir ihn auch schon 2-3 Mal gesehen. Auf dieser Strecke sind wir wieder zu Gast und wir springen rein und starten die Lobby in das allerletzte Gruppenphase-Rennen. Wir springen ins Spiel und schauen es uns mal an. 4-3-2 gibt es zu vergeben, bedeutet, wenn G-Max einen Punkt mehr holt als Rex, haben wir einen Tiebreaker, ansonsten nicht. Es bleibt spannend um den Finaleinzug, Halbfinaleinzug, Entschuldigung. Sind auch gut im Zeitplan. Ich glaube 5 Minuten hinterher, aber das ist kein Problem. Daniel steht jetzt hier ganz ungünstig. Mr. Chevy musste jetzt erstmal leicht ausweichen. Aber G-Max führt erstmal vor Chevy, vor Rex, der von der Bowlingkugel erwischt wurde, wenn ich den Sound richtig gehört habe. Ist jetzt ein bisschen hinten nach, aber der ist weg. G-Max ist runtergefallen. Damit hat Mr. Chevy mal wieder die Führung inne. Und wir haben das Battle, das wir sehen wollen. G-Max gegen Rex. Rex jetzt hier ein bisschen dahinter. Ich glaube, sie auf Mr. Chevy noch aufholen können. Oh, der Cupcake war sehr gut. Das hat G-Max jetzt ein bisschen Luft verschafft. Der hat ihn ziemlich gut gesessen. Neuer Rundenkord von Mr. Chevy, 42 Sekunden. War aber auch die erste Runde, war zu erwarten. So. Mr. Chevy fährt hier mit 4,7 Sekunden Vorsprung und 10,9 auf unseren Rex hier hinten. Und für den aktuell wäre es okay. Aktuell hätten wir einen Tiebreaker. Aktuell wäre das noch kein Problem. Solange G-Max nicht Mr. Chevy noch überholt. Aber, oh, Mr. Chevy jetzt hier im Kaugummi. Das ist sehr gut jetzt für G-Max. Weil da auch kommt er sehr nah ran mit sehr viel mehr Speed und ist jetzt hier in Contention um den ersten Platz. Oh, Mr. Chevy mit dem Fehler und gibt so die Führung an G-Max ab. Und der fährt den Kaugummi, dass ich G-Max die Führung zurückholen kann. Rex jetzt in die letzte Runde gestartet. Oh, und der geht daneben, der Cupcake, ganz knapp, aber doch daneben. Mr. Chevy und G-Max jetzt hier Side by Side. Oh, da wollen sie das Nitro, um sich zu verteidigen. Der will den Sieg ja trotzdem.
Oder möchte den Tiebreaker sehen? Wir wissen es nicht. Der möchte natürlich hier 4 auf 4. Jetzt mit Windschatten und beide mit Boost. Jetzt ist die Frage, wer hat dann gleich mit Nitro? Beide holen sich Nitro. G-Max geht erstmal an Mr. Chef vorbei. Hat Mr. Chef noch was in der Hand, um vorbeizugehen? Kann er noch was tun? Nein, er kann es nicht verhindern. G-Max holt sich den 4. Sieg. Vor Mr. Chevy knapp Rex mit einem sehr schlechten Rennen, sehr viel Pech gehabt im Rennen, leider nur 3. Und damit werden wir uns von ihm verabschieden müssen. Wir kriegen keinen Tiebreaker. Ich hätte mir so sehr einen Tiebreaker gewünscht. Schauen wir uns jetzt einmal den verbleibenden Turnierbaum an. So, da kommen die Punkte drauf. Mr. Chevy kriegt nochmal 4, hat damit 16 Punkte. G-Max hat 11 und CT7567 muss den Helm an den Nagel hängen und bleibt mit 10 Punkten auf dem 3. Platz. Das ist schade. Damit haben wir aber alle Halbfinalteilnehmer. In Halbfinale 1 haben wir Matze, We Will Gaga, Mr. Shavy und Andy. Und im Halbfinale 2 haben wir Leia, G-Max, Leon und Ankylotech. Ihr braucht euch jetzt hier auch noch keinen Stress machen erstmal, ja, weil wir machen jetzt erstmal gleich eine kurze Pause. Ich bedanke mich aber hier jetzt auch schon mal für alle Teilnehmer, die rausgeflogen sind. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr habt schöne Kämpfe geboten. Ich hatte sehr viel Spaß, bis jetzt zu moderieren. Wir machen jetzt eine ganz kurze 5-Minuten Pause. Ich gehe kurz aufs Klo und hole mir nochmal was zum Trinken. Müssen wir mal kurz hier in den Counter. Wir machen mal 5 Minuten 10, bis der anläuft. Wir sehen uns in 5 Minuten wieder. Ich mache auch hier einen Screen rein und dann bin ich gleich wieder da, um das Halbfinale und das Finale für euch zu kommentieren. Wir kommen zu den letzten 6 Rennen am heutigen, den 12 Rennen am heutigen Abend. Bis gleich.
Willkommen zurück zum Super Tux Card Turnier im Sommersemester 2021. Ich hoffe, ihr habt die kurze Pause alle genossen. Ich hoffe, ihr seid alle wieder da. Ich habe schon gesehen, die Spieler sind fast alle. Es sind 6 Leute da, 2 fehlen, glaube ich. Aber erstmal fürs Halbfinale und fürs Finale, ja, muss ich natürlich auch. Ich habe mich nicht umgezogen, aber muss ich natürlich auch das passende Getränk holen. Prost an alle. So, ihr dürftet, also Halbfinale 1, darf gerne beitreten. Nämlich in Halbfinale 1 werden wir sehen Matze, We Will Gaga, Mr. Shavy und den Andy. Die vier haben sich durch die Gruppenphase durchgezogen, haben es geschafft und dürfen im Halbfinale 1 teilnehmen. Im Halbfinale 1 fahren wir auf der Strecke, lasst mich spicken, wir fahren auf der Gran Paradiso Insel. Wir haben übrigens den Pool erweitert fürs Halbfinale, haben wir 2 Strecken, glaube ich, dazu genommen, 2 oder 3, und dann wurde wieder aus dem Pool zufällig was ausgewählt und Gran Paradiso Insel eine der Strecken, die hinzugekommen ist in diesem Pool. Ich wünsche euch allen sehr viel Erfolg fürs Halbfinale jetzt. Für Halbfinale 1. Und die Fahrer sind bereit, dann möchte ich sie auch gar nicht länger warten lassen. Und wir beginnen mit unserem Flug nach Gran Paradiso Insel zum ersten Halbfinale vom heutigen Super Tux Card Turnier. Ich freue mich. Chat, seid ihr hyped? Danke, danke. Bestes schon lit. Aber Sarko wenn ich mehr gerne jetzt. Dafür ist noch zu warm. Klimaanlage läuft noch weiter, ich weiß nicht, ob man sie hört. Hype, hype, hype. Es geht los, Leute, wir fahren los. Glaube ich. Jawohl. Hier sind wir. JD steht wieder sehr ungünstig. Andy vor Shavy, vor Matze, vor We Will Gaga. Sehr ungünstig standen der Chaley. Da ist jemand direkt gefahren. Und hier sehen wir die Profis, die die Abkürzungen kennen. Andy hier der Underdog, würde ich sagen. Aber wer weiß, Andy kann mich gern vom Gegenteil übersetzen. Oh, ich fand alle die Abkürzung. Andy ist der Einzige, der die Abkürzung nicht nimmt. Vielleicht, weil er sie nicht kannte. Oh, also hat We Will Gaga hier einen abgekriegt. Und dadurch kann Andy wieder ranfahren. Und die hat Matze und Mr. Chevy hier sehr viel Vorsprung gegeben. Die Abkürzung. Die Top 2 am Ende von 3 Rennen kommt ins Finale. Eher langweilig gerade, noch eher verhalten. Wir haben keinen richtigen Kampf. Andy sehr weit zurückgefallen hinter die anderen. Und Matze und Mr. Chevy fährt in der Abkürzung rein und verliert damit sehr viel Vorsprung auf Matze. We Will Gaga kommt damit relativ nah ran, legt da mal einen Kaugummi. Oh, das Flugzeug durchs Bild geflogen. Hey, woo. Und da fliegt der erste Basketball von Andy Richtung Matze. Und da fliegt der We Will Gaga vorbei. Und dann kommt er gleich vorne. Ah, der ist despawned, der Basketball. Ne, Moment. Mr. Chevy hier fährt auch solide soweit. Holt ein bisschen auf Matze auf. Wir schauen uns mal den Andy an. Da ist der Andy. Schaut ihn euch an. Der glückliche Pinguin. So. Letzte Runde für Matze, Abkürzung gut gekriegt. Mr. Chevy kommt dieses Mal auch fehlerfrei durch. Noch relativ nah dran, noch alles wirklich. Oh, Matze mit dem großen Fehler, ist da irgendwie gerade ausgewandt, geschlafen, keine Ahnung, Disconnect, was weiß ich. Hat er sehr schnell geschlafen, Mr. Chevy war fast runtergefallen, sehr riskant. Und Mr. Chevy holt sich die Führung vor Matze hier. Hier fährt We Will Gaga auch die Abkürzung. Wird's Andy auch gleich probieren, sie zu nehmen? Andy, machst du's, probierst du's? Nein. Mr. Chevy führt jetzt damit hier vor Matze und We Will Gaga. Da passiert jetzt hier, denke ich, nicht mehr viel. Mr. Chevy fährt im Halbfinale 1, im Rennen 1 den ersten Sieg ein. Matze wird Zweiter, dahinter kommt We Will Gaga ins Ziel und dann kommt auf dem vierten Platz der Andy
Da kommt er. Und das war schon das erste Rennen in unserem ersten Halbfinale. Unser zweites Halbfinale, da werden wir sehen, Leia gegen, oder der amtierende Champion, gegen G-Max, Leon T und Ankylotech. Und das Halbfinale 2, das erste Rennen, wird stattfinden auf der Strecke Kornfeldkreuzung. Die Strecke hat man im Trailer schon gesehen, aber gefahren heute sind wir sie noch nicht. Alle Spieler sind da. Ich gehe davon aus, ihr seid bereit. Dann starten wir in das Rennen des Halbfinales. Wenn ich jetzt hier die Low Third über mich drüber mache. Halbfinale 2, Rennen Nummer 1 auf der Kornfeldkreuzung. Drivers, start your engines. Bin die Strecke selber irgendwann mal zwar gefahren, aber ich kann mich gerade gar nicht neu. Ich weiß nur, es gibt's. Nee, das ist nicht die mit dem Leuchtturm. Das ist die mit der Mühle, mit dem großen Schuppen. Ah, doch, das ist die. Doch, die bin ich schon gefahren. Ankylotech vor Leon T, G-Max und Leer Start von hinten. Daniel steht dieses Mal nicht im Weg, aber Leon T mit einem schlechten Start. G-Max direkt mit der Kugel. Oh, die hat ihn fast selbst erwischt. G-Max erwischt. Leon T mit einem Fallschirm. Leia gegen Ankylotech. Leia ein bisschen ist auch zurückgefallen, aber dahinter ist es direkt G-Max und Leon T wurde platt gedrückt von dem eben genannten G-Max. Wir holen hier ein bisschen auf. Leia gegen G-Max. So, schauen wir mal. Jetzt fahren sie hier wieder alle sehr nah beieinander. Schnappt natürlich jetzt hier vor Ankylotech. Design wechselt eine Kugel und die trifft G-Max. Leia fällt damit weit zurück. G-Max setzt hier in Gefahr von Leon T, der aber einen großen Fehler macht. Leia auch mit dem Fehler, wurde auch von irgendwas getroffen scheinbar. Ist damit auch zurückgefallen. Kann dann Kylotech jetzt weiter den Vorsprung ausbauen. G-Max mit der Kugel, die ihn schon wieder fast selber getroffen hätte. Ich hätte mir ja schon dreimal angekackt. Das Stream ist tatsächlich am Rand ein bisschen abgeschnitten, das weiß ich, das war Absicht. Weil das Bild so groß war. Weil sonst unten ein schwarzer Balken ist und das hatte mich gestört. Dann machen wir es so. G-Max jetzt hier. Oh! Großer Fehler von G-Max! Damit kann dann Kylotech weit vorfahren und Leia immer noch auf der Möglichkeit hier G-Max die Hölle heiß zu machen. Oh, und jetzt der Cupcake. Das ist natürlich sehr bitter. G-Max auf der 2, Ankylotech auf der 1. Hat aber jetzt eine Bombe am Arsch, die irgendwann wahrscheinlich noch hochgewinnt. Aber, ah, nee, das hat ihn gerettet. Leia wieder mit einem Fehler. Hatte den Anker. Kann da Leon drankommen? Vielleicht. Oh, ah, großer Fehler. Jetzt ist wahrscheinlich viel gelaufen. Auch hier vorne Ankylotech voraussichtlich. Großer Vorsprung noch auf G-Max, aber wer weiß, was hier noch passiert. Wir haben noch circa ein Drittel der Runde zu fahren. Aber es sieht sehr fehlerfrei aus von Ankylotech. Außer holt sich jetzt hier eine Banane, tut er nicht, nimmt lieber das Paket und die Wand mit. Sollte genug Vorsprung haben, fährt jetzt easy durch, nimmt das letzte Nitro, was er hat und gewinnt den ersten Lauf von Halbfinale 2 vor G-Max. Auf der 3 haben wir dann den amtierenden Vize-Weltmeister, nicht Vize-Weltmeister, den amtierenden Weltmeister Leia. Und ganz hinten wird Leon T als Vierter ins Ziel fahren. So, damit gehen wir in Halbfinale 1 zurück und fahren da unser zweites Rennen. Da schaut es ja wie folgt aus. Mr. Chevy hat gewonnen vor Matze, Rübel Gaga und dann der Andi. Schauen wir mal, wie das jetzt aussehen wird in unserem zweiten Rennen in diesem Halbfinale. Quasi die Halbzeit danach 1,5 Runden. Und fahren tun wir auf dem Schneegipfel.
Auch eine Strecke, die hinzugekommen ist durch den Pool. Wir sind auf jeden Fall gerade zu viele Fahrer. Wer gehört hier jetzt gerade nicht rein? Nur Matze, We Will Gaga, Mr. Shelby und Andy. Raus muss G-Max. Den brauchen wir hier gerade nicht. We Will Gaga, Andy, Mr. Chevy und den Matze. Genau. Aber damit haben wir alle Fahrer und wir starten in unser Halbfinale 1. Wenn ich die Grafik schon gemacht habe, muss ich sie jetzt auch benutzen. Halbfinale 1 vom Super Tux Kart Turnier. Rennen Nummer 2 ist on the way. Mr. Chevy führt vor We Will. Nee, Matze führt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es vorgelesen. Egal. Mr. Chevy vor Gaga, vor Matze, vor Andy. Dani steht wieder nicht im Weg. Das ist gut. Und los geht's. Mr. Chevy verliert die Führung gegen Gaga noch alle. Oh, Andy! Andy fliegt aus der Map, aber hat wie Gaga da gut. Oh, Mr. Chevy, das war schon ein bisschen asozial. Das nennt man Karma, mein Freund. Mr. Chevy wird jetzt hier vom Bübel Gaga mit dem Pfannkuchen, wie soll ich meinen, getroffen. Damit konnte Andy an Mr. Chevy vorbeigehen. Mr. Chevy ist gerade letzter. Und vorne fährt Matze den anderen gerade ziemlich weg. Die Kurve hier ganz böse, die kannst du nämlich nicht einfach rumdriften. Da musst du vom Gas gehen ein bisschen oder bremsen, damit du da gescheit rumkommst. So, Mr. Chevy jetzt hier an Andy dran und auch vorbeigegangen. Runde 2 sind mittlerweile. Riesenvorsprung. Was ist Riesen? 5 Sekunden Vorsprung hat Matze aktuell. Ja, die ziehen Andy da leider ein bisschen weg. Mr. Chevy holt hier in großen Schritten auf We Will Gaga auf. Hat jetzt hier einen Basketball geworfen. Zwei Basketbälle fliegen über die Map. Schauen wir mal, ob die überhaupt ankommen bei Matze und ob die vorher kaputt gehen. Mr. Chevy jetzt hier mit einer Fliegenklatsche. Und da kommt der zweite Basketball, der trifft den Matze. Aber schauen wir mal, wie es sich aus dem Vorsprung aufbaut. Da hinten, oh, wir begannen mit einem großen Fehler. Schauen wir mal, ob Mr. Chevy auch mit einem Fehler. Vielleicht hätte er den Matze da ein bisschen ärgern können. Wir sind jetzt in der letzten Runde. Fast ist es vorbei für Matze. Nur noch zwei Kurven. Die nimmt er, ja, sauber. Und jetzt gewinnt Matze den zweiten Lauf vom Halbfinale Nummer 2. Mr. Chevy wird kurz vor Ende nochmal erwischt. Aber hat einen groß genug Vorsprung. Wird zweiter. Dann Rübel Gaga auf der 3, vor Andy auf der 4. Schon mal in den Turnierbaum. Matze hat jetzt dann 7 Punkte vor We Will Gaga. Der kriegt nur 4. Mr. Chevy kriegt 2, führt damit noch knapp. Und Andy leider letzter. Wir haben jetzt sogar Punktgleichstand zwischen Mr. Chevy und Matze. Die haben beide 7. Rübel Gaga hat 4 und Andy hat 2. Das bedeutet, das nächste Rennen entscheidet. Nee, entscheidet nicht. Nee. 7, 7, 4, 2. Wir haben ja zwei Leute, die weiterkommen. Drum. Schauen wir mal. Wir kommen zum Halbfinale Nummer 2 auf jeden Fall. Wo wir jetzt Rennen 2 fahren auf der Gran Paradiso-Insel. Die hatten wir gerade eben schon in Halbfinale 1. Jetzt haben wir sie auch in Halbfinale Nummer 2. Matze und Mr. Chevy haben das eigentlich schon nicht ganz sicher. Wenn einer von den Letzten würde und We Will Gaga gewinnt, hätten wir einen Tiebreaker. Aber viel wichtiger ist jetzt erstmal Finale, Halbfinale Nummer 2 auf der Gran Paradiso-Insel. Wir haben ganz vorne Leon vor G-Max, vor Leia, vor Ankylotech. Schauen wir mal, wie das hier losgeht. Erstmal ganz verhalten. Da wird einer, nimmt die Abkürzung. Leon fährt erstmal in das Gnu. Ankylotech kriegt den Ball rein. Leia hat da auch ein bisschen verkackt. Und vorne fährt G-Max erstmal ein bisschen weg. Nimmt er die Abkürzung? Natürlich nimmt er die Abkürzung. Schon mal hinter Leia nimmt die Abkürzung. Leon nimmt sie nicht. Aber Ankylotech wird die Abkürzung benutzen.
Oh, Fehlerziel aber von Leon auch. Sehr schwierig, da jetzt wahrscheinlich wieder ranzukommen. Ankylotech bleibt jetzt dran. Erstmal sieht es nicht so aus, als ob die Abstände sich groß verändern würden. Da spricht immer einer. Oh, Ankylotech kommt an Leia ran. Leia, so ähnlich wie die deutsche Nationalelf damals nach der Weltmeisterschaft, nur noch Scheiße gespielt. Ich möchte nicht sagen, dass Leia gerade schlecht fährt, aber nicht so souverän wie das letzte Mal. Wobei das letzte Mal stimmt eigentlich gar nicht, weil Leia auch nicht immer top of the list, sondern hat dann erst im Finale, war durch den Tiebreaker im Finale gegen G-Max und hat es dann geschafft, auf letzten Drücker noch ins Finale zu kommen und hat dann im Finale alles rasiert. Angulotech wurde getroffen von G-Max. Leia somit wieder auf der 2. Ja, den Leon müssen wir leider wohl abschreiben, aber G-Max Fehler gemacht, in Kaugummi. Leia jetzt ein TNT am Arsch gegen G-Max. Das kennt er schon vom letzten Mal. G-Max ist hier richtig aufgeholt, drückt sich da innen rein, hat jetzt aber das TNT von Leia bekommen, der da in die Wand aber fährt und geht kaputt, kriegt ein Cupcake rein und jetzt nur auf der 3. Letzte Runde. Das TNT bei G-Max immer noch dran, kommt jetzt in den roten Bereich. Langsam wird es Zeit, dass es los wird. Während da hinten Leia und Ankylotech ein bisschen sich miteinander vergnügen, hat Leia jetzt, G-Max im letzten Moment mit dem Kaugummi noch das TNT abwenden können. Leia jetzt hier auf jeden Fall in Position gesehen gegen Ankylotech, mit der Kugel ihn getroffen, damit fällt er zurück. Und Leon jetzt erst in der letzten Runde. Abstand zwischen G-Max und Leia relativ groß. Nicht unmöglich, aber schwierig. G-Max jetzt hier letzte Kurve und da holt er sich den Sieg hier im Rennen vor Leia, vor Ankylotech und Leon wird letzter in diesem Rennen werden. Schauen wir noch zu, wie er die letzten Kurven hier fährt. Aus der Nahperspektive. Ja, der Falsche bringt mir leider jetzt auch nicht mehr viel. Gleich hat er es geschafft, jetzt hier noch eine Rechtskurve und dann noch links rum und dann ist auch das Rennen für ihn beendet. Schauen wir mal, wie sich das hier verhält. Leia hat 5, G-Max hat 7, Ankylotech 6 und Leon T hat einen. Das bedeutet, dass unser amtierender Weltmeister Leia aktuell nicht im Finale dabei wäre. Aktuell am Kylotech mit einem Punkt vor Leia. Hier ist noch alles drin. Hier ist es noch nicht entschieden, so ganz wie weiterkommt, wie im Halbfinale Nummer 1. Halbfinale Nummer 1 ist auch schon in meine Lobby gejoint. Wir schauen uns Halbfinale Nummer 1 hier einmal nochmal an, weil ich sie so unglaublich unfassbar geil finde. Halbfinale Nummer 1 wird sein letztes Rennen bestreiten auf der Vulkaninsel. Seid ihr bereit? Ich bin es. Na, ich trinke noch einen Schluck, bis es losgeht. Ah, Mr. Chef hätte noch gefehlt. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass noch Fragen gefehlt hat. Jetzt mal vollständig. Ich gebe das Rennen für euch frei. Wie gesagt, wir fahren auf der Vulkaninsel. Die Karte hatten wir heute auch schon ein, zweimal gesehen. Ich glaube zweimal, wenn ich mich richtig im Kopf habe. So, das Spiel startet. Matze startet vorne vor Rübel Gaga und Mr. Chevy und dahinter der Andi. Andi jetzt das Auto gewechselt auf den Pufffisch. Andi geht hier jetzt all in. Versucht alles, auch wenn er nicht mehr weiterkommen kann. Teilen sie sich auf, nur einer fährt anders. Das war Ulgang und der wurde hier getroffen und damit richtig zurückgesetzt. Und der Andi, der führt! Der Andi hat Führungskilometer! Andi! Und da schiebt den Matze einfach raus! Ganz frech hinten rechts, links und schiebt ihn nach links raus. Andi führt hier dieses Rennen an, meine Damen und Herren. Es ist unglaublich. Jetzt nicht mehr. Mr. Chevy vorbei. Aber Andi ist dran. Der Andi hat Bock. Der Andi geht rein. Oh nein, und da wurde er zurückgesetzt. Ah, sehr ärgerlich für Andi. Aber noch ist er Zweiter. Bisher sehr starke Performance von ihm im Vergleich zu davor. Vielleicht hätte er mal früher in Erwägung ziehen sollen,
das Kart zu wechseln. Matze jetzt. Oh, Matze hat von Andi einen reingekriegt. Gewinnt jetzt auch eine Position gegen Bübel Gaga. So schaut's aus. Vorläufig. Und dann fliegt Basketball. Bübel Gaga macht einen Fehler. Fährt irgendwo ins Nirgendwo. Und verliert damit die Position wieder. Andi schaut sich, dass er nicht platt gedrückt wird. Sehr gut. Aber er ist genauso schnell wie der Basketball. Das ist natürlich nichts in der Sache. Und da fliegt der Basketball. Da fliegt der Basketball und wird gleich Mr. Shelby treffen. Das habe ich auf dem Web schon mal gesagt. Nur mit Matze statt mit Mr. Shelby. Basketball ist weg. Andi ist souverän auf der 2. Wäre der Junge mal davor so gefahren, sage ich euch, der hätte das Ding hier gewonnen. Andi mit einem sehr starken Rennen. Bis hier Matze dahinter und dann Rübel Gaga. Alle in einem relativ ähnlichen Abstand, aber ich glaube, der Matze holt ein bisschen auf den Andi gerade auf. Sind jetzt halb durch mit diesem Rennen. Oh, da ist Rübel Gaga noch mal ein bisschen zurückgesetzt worden, weil er verstreckt wurde. Oh, Mr. Chef mit. Nein, Andi mit dem Fehler. Andi mit einem Fehler, Matze jetzt vorbei. Oh, Mr. Chevy, aber auch gerade irgendwas passiert. Er war gerade auch einmal sehr langsam. Eine Runde ist immer noch zu fahren, die ist sehr lang hier. Also noch alles möglich. Schau mal, weil hier die Technik, dass sie nicht im Wasser hängen bleiben, brauchen sie gar nicht, weil sie so einfach drüber springen. Andi mit einem sehr starken Rennen. Ich bin sehr stolz auf ihn. Aber leider jetzt nur noch auf der 3. Hatte ähnliche Pace da vorne, ohne den Fehler, den wir leider nicht gesehen haben, wäre es vielleicht Platz 2 geworden. So, jetzt sind wir in der letzten Runde. Mr. Shelby führt hier vorne gemütlich an. Vor Matze, vor Andy, vor We Will Gaga. Das würde bedeuten, ich habe den Punktestand nicht im Kopf, aber ich glaube, das würde bedeuten, dass wir keinen Tiebreak bräuchten hier für Halbfinale Nummer 1, um die Finalisten zu ermitteln. Oh, Andy nochmal gerade mit dem Fehler. Irgendwo, glaube ich, gegengefahren. Sehr ärgerlich für ihn, weil von hinten kommt jetzt Rübel Gaga. Die beiden fahren hier, glaube ich, noch um die goldene Ananas. Zumindest hier im Rennen, insgesamt in der Tabelle, glaube ich, nicht. Matze holt hier vorne ein bisschen auf Mr. Shelby auf, aber es wird für ihn, denke ich, nicht reichen, um hier noch irgendwas gegen ihn setzen zu können vor Ablauf der Runde. Hinten jetzt der Kampf Rübel Gaga gegen Andy. Schauen wir mal, ob sich hier noch was tut. Schauen wir mal vorne zurück. Mr. Shelby verteidigt sich aggressiv mit der Fliegenklatsche. Rübel Gaga, einen von Andy reingedrückt bekommen, damit ist er zurückgefallen. Und Mr. Shelby gewinnt knapp unter nicht mal eine Sekunde. 900stel, 9 Zehntel vor an vor. Andy auf der 3. Und dann würde Rübel Gaga auf der 4 ins Ziel fahren. Das bedeutet, meine Damen und Herren, Matze und Mr. Chevy sind damit durch. Matze und Mr. Chevy beide in und die ersten beiden Finalisten am heutigen Abend. Herzlichen Glückwunsch dazu schon mal und auch an Andy und Bibel Gaga. Vielen Dank fürs Mitfahren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war sehr unterhaltsam. Ihr seid gut gefahren, gute Performance gemacht. Hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Mr. Chevy gewinnt. Gruppe C hat er gewonnen und das Halbfinale hat er auch gewonnen. So, wir kommen jetzt in Halbfinale 2 in das letzte Rennen. Rennen Nummer 3 wird stattfinden auf dem Schneegipfel. Da sind wir auch gerade eben schon gefahren. Ich freue mich sehr. Mal schauen, wie es hier ausgehen wird. Wir haben jetzt Leia, G-Max, Leon T und Ankylotech, die darum kämpfen, ins Finale zu kommen. Leon leider raus. Aber zwischen Leia, G-Max und Ankylotech ist noch nicht sicher, wer von den dreien ins Finale einziehen kann. Besten Chancen hat gerade G-Max, aber ich möchte nichts verschreien. Seid ihr bereit? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5 Spieler, das sollte gehen. Wie schaut das? Scheinbar warten wir noch. Jetzt sind sie bereit. Damit starten wir Halbfinallauf Nummer 3 von Halbfinale Nummer 2. Wie es gesagt habe, hat keinen Sinn gemacht, egal. Also eigentlich ist Halbfinale Rennen Nummer 6 von Halb, aber Rennen 3 von Halbfinale 2, ihr wisst, was ich meine.
Es geht los. Noch nicht? Keine Sorge, ich weiß, dass er nicht überhaupt an ist, weil es geht erst jetzt los. So. Akylotek vor G-Max, vor Leon, vor Lea. Dani steht nicht im Weg, das ist sehr gut. Lea fährt direkt mal in Leon rein. Akylotek jetzt hier vor G-Max. Lea dann dahinter und dann Leon. Der wird sich wahrscheinlich im Laufe des Rennens relativ schnell aus dem Staub machen. Ah, jetzt hat die Banane erwischt, das ist natürlich sehr ärgerlich. G-Max vor Lea, ganz vorne führt Ankylotech. So, sehr schnelle Strecke. Schauen wir mal, wie sie hier das Stück meistern werden. Ja, machen sie alle gut, machen sie gut. Oh, jetzt alles hier zur Banane geworden. G-Max Glück gehabt, dass sie da gerade gespawnt ist. Ja, bei Leon läuft es nicht so. Der kommt mit, der kennt die, konnte die anderen Strecken, aber mit den neuen Strecken kommt er nicht so gut klar. Sind auch teilweise Strecken, die man erst später im Spiel freischaltet, aber auf Servern schon fahren kann. Da haben natürlich die erfahrenen Leute Glück. Oh, Leia hier richtig Glück gehabt. Gerade so rechtzeitig den Kaugummi aktiviert. Jetzt an Kölotech hier. Noch knapp vor Leia. Der wurde ausgenockt. Leia führt. Und G-Max, der geht auch noch vorbei. Ich glaube, bei aktuellem Rennausgang hätten wir einen Tiebreaker. Wenn G-Max vor an Kylotech ins Ziel kommt und Leia gewinnt. Leia jetzt mit einem relativ guten Vorsprung. Das hier ist der Kampf, der uns interessiert. Oder hätten wir auch so einen Tiebreaker zwischen G-Max und Leia? Ich glaube schon. History repeats again. Leia fährt jetzt übers Ziel und gewinnt das Rennen. Und dann Kylotech vor G-Max. Bedeutet das wirklich, wir haben den Tiebreaker zwischen G-Max und Leia. Schon wieder. Wir hatten letztes Jahr auch einen Tiebreaker zwischen G-Max und Leia um den Einzug ins Finale. Das kann keiner erzählen. Das ist gescriptet. Das kann mir keiner erzählen. Das gibt es nicht. Ja, Leia kriegt 3 und G-Max, nee. Leia kriegt 4 und G-Max kriegt 2. Ja! Wir haben den Tiebreaker am heutigen Abend. Wir haben den ersten Tiebreaker, der auch letztes Semester der erste war. G-Max versus Leia um den Einzug ins Finale. Und an Kylotech auch! Der hat auch 9! Ihr habt alle 3 9! Wie habt ihr das angestellt? Ist das richtig? Ich vertraue jetzt der Froni mal. Das bedeutet, wir fahren einen Tiebreaker um den Einzug ins Finale zwischen 3 Leuten. Ach, Herr Jemine. Ich habe keine Grafik für Tiebreaker vorbereitet. Darum zeige ich einfach nochmal Halbfinale 2. Prost übrigens. Ja. Wir fahren auf der Klassenzimmer-Map 5 Runden. Und die ersten zwei, die ins Ziel fahren, kommen weiter. Der, wo als letzter ins Ziel kommt, verliert. Das ist wirklich lit. Ich liebe euch. Das finde ich gut. Dann, meine Damen und Herren, starten wir in den Tiebreaker auf der Klassenzimmer-Map für 5 Runden, um rauszufinden, wer ins Finale einziehen wird zwischen den dreien. Das kann mir keiner erzählen. Seid jetzt dreimal quasi so, also ihr seid, es waren jetzt drei verschiedene Positionen. Das heißt, jeder von euch hat einmal gewonnen, jeder war einmal Zweiter und jeder war einmal Dritter. Ihr macht mich fertig. So. Leia mit der schlechtesten Position, weil der Chady im Weg steht. So, Start ist von ganz hinten. G-Max und Ankylotech vorne. Die Map ist kurz, da gibt es auch eine Abkürzung. Oh, und alle machen Fehler, außer Leia. Die haben die Abkürzung nicht gekriegt. Leia zieht damit erstmal weg und dann Kylotech auf der 2. Ich wusste gar nicht, dass man da abkürzen kann. Dann dauert die Runde ja nur 15 Sekunden. Oh, großer Fehler von G-Max. G-Max hat sich damit eigentlich gerade fast schon selbst aus dem Rennen genommen. Eigentlich war es das jetzt fast schon für G-Max, außer einer von denen da vorne macht den großen Fehler. Leia braucht nicht hart pushen, G-Max hat sich's eigentlich selbst zerstört.
Aquilotech mit dem großen Fehler. Aber nicht groß genug, als dass G-Max vorbeifahren könnte. So, Leia führt vor Aquilotech, vor G-Max. Abstände zwischen Aquilotech und G-Max relativ klein. Oh, da trifft er ihn! G-Max vorbei! Holt er sich ein Kaugummi? Nein! Leia ist gut vorne weg. Der überrundet die sogar fast schon. Letzte Runde. Leia, jetzt durch. Leia, unser erster Finalist. G-Max, großer Fehler. Wo ist Aquilotech? Geht vorbei. Aquilotech geht kurz vor Schluss vorbei. Kann G-Max noch irgendwas dagegen ausrichten? Macht Aquilotech macht auch einen Fehler. Aquilotech macht einen großen Fehler. Da kommt G-Max und G-Max zieht vorbei. In der letzten Kurve schafft er es und zieht ins Finale ein. Ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig. GG an Aquilotech und auch an G-Max. Wahnsinn. Wahnsinn. Wow. 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 Ich bin sprachlos. Was macht ihr mit mir? Wie. Oh mein Gott. Leute. Jetzt sogar mein Greenscreen hat keinen Bock mehr, hat sich verzogen. Oh mein Gott, was war das für ein geiler Tiebreaker? Ihr drei habt das ganze Halbfinale gerockt. Ja, Jonas, schade für dich, aber ärgerlich gut gefahren. Respekt. Nächstes Mal. Das war ein Duell auf Augenhöhe. Heieieiei. Leute, Leute, Leute. Das war. Boah. Boah. Damit stehen unsere Finalisten fest. Mr. Shelby, Matze, Leia und G-Max. Unsere vier Finalisten für das große Finale beim Super Tux Car Turnier. Ihr dürft gerne noch kurz schnaufen, wenn ihr auf vom Tiebreaker noch kurz euch mental sammeln wollt für die letzten drei Rennen. Wir haben jetzt noch drei Rennen vorbereitet. Das heißt, wir brauchen noch eine gute Viertelstunde. Wir sind sehr gut im Zeitplan. Das bedeutet, wir sind vermutlich gegen 20 nach fertig mit dem Turnier. Und dann machen wir noch die Siegerehrung, Interviews und die Übergabe der Geschenke. Geschenkepreise. Also Übergabe. Eieieiei. Was ihr mir hier antut. Wurde gerade gesagt, es gab also im Voice-Chat scheinbar, die waren ja zusammen sehr viel Drama. Wahnsinn, Jungs. Respekt. Ja, Henning ist wieder weg mit seinen Memes. Ich danke dir, Henning. Aber es gab noch kein Basketball-Meme heute. Es gab irgendwie nur alle Basketball immer in einer Runde und nicht viele. So, wie schaut's denn jetzt aus, Dani? Wie weit sind wir? Worauf warten wir? World of Tanks Turnier? Ich hätte Bock. Aber da will ich auch gerne mitspielen, ehrlich gesagt. Quickie Toby am Start. Hey guys, Quickie Toby hier. And today we're talking about the big heavy tank, the Russian T8. Da muss sich jemand erstmal noch schnell duschen gehen. Hat sich einer von euch eingeschissen oder was? Oh mein Gott. Hä? Ah. Ich hab nicht. Henning, es tut mir leid, so geht mein Kopf ist kaputt. Ah, jetzt, ich hab das nicht gesehen. Ich hab das Meme gesehen, war so, hä? Aber oben steht Tobi be like nach vier Basketball. Stop. My penis can only get so erected. Okay. G-Max haben wir schon mal in der Lobby.
So. G-Max, Leia, Matze und Mr. Chevy. Ich glaube, das wird jetzt sehr interessant, weil es sind vier Fahrer, die sehr stark und sehr auf einem Niveau fahren. Das waren auch tatsächlich die vier, die ich mir bei Anmeldung schon dachte, dass die sehr weit kommen werden, weil die vier waren auch letztes Mal schon sehr stark. Ich bin sehr gespannt, was wir für ein intensives Finale haben werden. Vielleicht haben wir dieses Mal nicht einfach Leia, der schon nach zwei Rennen weggezogen ist, sondern vielleicht doch alle drei Rennen ein Rennen und am Ende ein Tiebreaker zwischen euch allen, wenn ihr das schafft. Ey, jetzt hört mal zu, ja? Wenn ihr das hinkriegt, also jetzt nicht absichtlich, aber wenn ihr es wirklich aus vollem Ding schafft, einen Tiebreaker unter euch allen Vieren zu fahren, weil ihr quasi alle vier einmal auf jedem Platz landet, ne, sind nur drei Rennen, dann geht's gar nicht. Dann könnt ihr zu viel, glaube ich, gar keinen Tiebreaker fahren. Oder ich weiß es nicht. Aber wenn ihr das trotzdem irgendwie hinkriegt, dann zahle ich euch einen Kasten. Wenn ihr das schafft, zahle ich euch einen Kasten. Indianer-Ehrenwort, Pinky Swear. Wenn ihr das schafft, dass ihr einen Tiebreak zu viert am Ende machen müsst, wenn es möglich ist, oder zu dritt, dann zahle ich einen Kasten. So, einer fehlt uns noch, Leia fehlt uns noch. Also ich zahle nicht jeden von euch einen Kasten, das schaffe ich nicht, aber wir teilen ihn doch durch vier, das heißt jeder von euch kriegt von mir fünf Flaschen Bier. Oder kommt einfach mal vorbei und holt sie euch selber ab oder so. Oder ich schicke sie euch per Post, also was ihr wollt. Gut, wir haben alle vier Spieler beisammen. Und wir kommen in das erste Finalrennen von heute. Die erste Strecke, die wir fahren in Finale Rennen 1, ist Ford Magma. Sind wir letztes Jahr auch schon gefahren? Wir starten das erste Finalrennen am heutigen Abend vom Super Tux Car Turnier im Sommersemester 2021. Woohoo! Auf Ford Magma. Hat man die im Trailer gesehen? Nein, ich glaube nicht. Nee, im Trailer. Ich hatte was geplant mit der Strecke, aber das habe ich dann noch nicht gemacht. Ich bin sehr gespannt. Mr. Shelby gegen Matze, gegen Leia, gegen G-Max. Udani steht sehr ungünstig. So, los geht's. Alle sind sehr nah beieinander. Direkt nimmt man an, die schieben sich links, rechts hinter. Matze und Mr. Shelby sind abgeflogen. Leia und G-Max damit jetzt einen großen Vorteil. Leia gegen G-Max und hinten läuft der Kampf Mr. Chevy gegen Leia. Nein. Da kommt eine Kugel raus. Das wusste ich gar nicht. Ich lerne hier immer neue Sachen dazu. Leia mit dem Kaugummi. Drei Spälle nach vorne geschossen. Hat den Kaugummi von. Wer fährt denn da? G-Max kaputt gemacht. Und da gibt es eine Abkürzung. Die nehmen sie fast alle, glaube ich. Matze ein bisschen zurückgefahren gerade. Leia noch nah genug dran an G-Max, als dass da was gehen könnte. Hinten auch die Lücke zwischen 2 und 3 ist groß, aber wir haben noch einen Kampf zwischen 1 und 2 und zwischen 3 und 4. Jeder Punkt kann hier entscheidend sein. Aber Mr. Chevy holt richtig auf Leia. So, da fliegt dieser Alarm. Bisschen aufgeholt wurde hier, glaube ich. Ja, Mr. Chevy fliegt hier richtig ran. Matze auch, glaube ich, ein bisschen aufgeholt. Leia, großer Fehler! Leia macht einen großen Fehler und ist damit gerade nur Vorletzter, beziehungsweise im Kampf um den letzten Platz. G-Max, größerer Vorsprung. Hat sie aber so gerade einen kleinen Fehler gemacht hat oder sowas, bisschen abgebremst. So, der Cupcake von Mr. Chevy trifft zum Glück nicht. Aber wir sind in der letzten Runde, sehe ich schon. Das bedeutet, G-Max fährt gerade seinen ersten Sieg entgegen hier im Finale. Vor Mr. Shelby, vor Matze. Leia noch weiter zurückgefallen. Sehr ärgerlich für den amtierenden Weltmeister. Mr. Shelby nimmt nochmal die Abkürzung. Riskiert es, fährt den Kaugummi. Ist das die Chance für Matze? Matze! Matze macht den Platz! Und Matze fährt vorbei! Matze gewinnt in der letzten Kurve das erste Finalrennen! Vor Mr. Shelby und dann Leia. Ja, doch, nee, Leia nur Letzter. Leia nur Letzter. Ihr macht mich fertig.
verteile jeden von euch 5 Kästen. Nein, das ist falsch. Oh mein Gott. Ihr macht mich fertig. Wie soll ich das verpacken mit meinen Nerven? Ich brauche mehr Bier. Wow. Damit ist der Stand so, wie sie ins Ziel gekommen sind. Matze aktuell führt vor Mr. Chevy, vor G-Max und Leia. So aktuell nach Rennen 1 der erste Stand. Wir werden gleich in Rennen 2 gehen. Nicht? Dann müssen wir nochmal nachgucken, wenn du nicht Erster warst, wer hat dann gewonnen? Müssen wir, kann mal kurz jemand im Stream rewind? Ich kann es selber kurz machen. Habe ich mich da versehen? Kamst du nicht vor der Linie noch drüber? Oder habe ich den Namen einfach nur, den Namen gerade vertauscht? Ich skippe im Stream selber manchmal zurück. Das offizielle Rennergebnis sagt. G-Mac, ach, ich hab Mr. Was habe ich gerade gesagt, wer gewonnen hat die ganze Zeit? G-Max hat natürlich gewonnen. Mr. Chevy hat noch, nee, Matze hat noch kurz vor Schluss überholt. Das müssen wir ändern, Froni, das ist falsch. G-Max hat gewonnen vor. Also, es ist G-Max, Matze, Mr. Chevy, Leia. Ich war in eurem Kampf gerade so, weil, oh, aber ich habe voll vergessen, dass G-Max vorne rangefahren ist. Das ist natürlich richtig. G-Max führt vor Matze, vor Mr. Chevy, vor Leia. Jetzt stimmt's. Jetzt sind wir richtig. Wir wollen ja hier kein Betrug aufkommen lassen. So. Sind wir dann wieder bereit? Können wir jetzt weitermachen? Jetzt haben wir das Problem ausgemerzt. Können wir starten, Daniel? Ich kündige dabei schon mal das nächste Rennen an. Wir sind bereit, denn Finale Rennen Nummer 2 wird stattfinden auf der wunderschönen Map Villa Ravenbrück. Ist eine Map bei Nacht, bei Gewitter, bei Regen. Die hat man im Trailer ein bisschen gesehen. Den Turm und dann auch da eine Einfahrt, weil ich habe leider nur die Szene hingekriegt in Nacht. Es bleibt spannend. Wird es genauso eng wie gerade eben werden? Ich bin gespannt. Wir werden es gleich rausfinden. Matze startet vorne, dann Chevy, dann Leia und dann G-Max. Großer Abspann, weil der JD noch dazwischen steht. Los geht's. Das zweite Rennen ist freigegeben. Alle hier sehen aufeinander. Da fliegt direkt Matze ab. Wurde rausgedrückt. Die drängen sich hier gegenseitig von der Strecke. Es ist alles erlaubt, außer Hecken. So, Mr. Chevy zieht erstmal ein bisschen vorne weg. Oh, da G-Max doch nicht abgeflogen, aber ein kleiner Fehler gemacht. Matze, oh, G-Max jetzt im Kaugummi gewesen. Leia an Mr. Chevy so ein bisschen dran. G-Max auch noch mein Fehler. Jetzt aktuell letzter. Wir haben wieder einen Kampf zwischen 1 und 2 und zwischen 2 und 3. Oh nein! Leia ist abgeflogen mit. Ah, nee, ist die Abkürzung. Aber trotzdem, da habe ich einen Fehler gemacht und viel Zeit liegen lassen auf Mr. Chevy. So. Oh, wurde getroffen. Leia wieder vorbei. Matze jetzt wieder letzter. Runde 2 von 3. Mr. Chevy führt knapp 5 Sekunden vor Leia, dann G-Max, dann Matze innerhalb von wahrscheinlich, würde ich schätzen, 1,5 bis 2 Sekunden. Oh Mann. Mr. Chevy fährt relativ weit vorne weg. G-Max wird getroffen. G-Max letzter. Matze fährt in Kaugummi und damit kann Leia einen Vorsprung ausbauen, weil die anderen zwei. Oh, da nimmt er auch das TNT. Nimmt die Abkürzung dieses Mal nicht. Geht auf Nummer sicher. Die anderen nehmen die Abkürzung auch nicht, außer G-Max, der riskiert's. Der ist aktuell Führender, der muss alles riskieren, um hier den Titel Super Tuxka Weltmeister zu nehmen. Der Kaugummi hat ihn gerettet. Oh, G-Max hier jetzt ein bisschen torkeln gewesen, ein bisschen angetrunken gefahren, scheint mir fast. Leia immer noch mit einem großen Vorsprung, Mr. Chevy auch. Matze und G-Max, das ist noch nicht gegessen. So, Abstände bleiben relativ konstant. Wir sind in der letzten Runde. Mr. Chevy fährt das Ding eigentlich ziemlich sicher nach Hause.
So, Mr. Chevy fährt jetzt hier durch die letzte Kurve und holt sich den Sieg im zweiten Finalrennen. Leia, der amtierende Meister, aktuell Letzter, kommt auf der 2 ins Ziel. Ja, so schaut's aus. Und Matze auf der 3, weil G-Max hat's riskiert und ist abgeflogen und fliegt auch nochmal runter. Das war gar nichts für Matze. Gerade eben gewonnen und jetzt gar nichts. Das heißt nur 5 Punkte. Und damit. Ihr seid doch safe jetzt, irgendwann ist doch jetzt punktgleich, oder? Also, dass wir die Reihenfolge nicht verkacken. Mr. Chevy vor Leia, vor Matze, vor G-Max. Das die Reihenfolge vom zweiten Finalrennen. Damit bekommt Mr. Chevy hat jetzt 6 Punkte, Matze hat 5, Leia hat 4 und G-Max hat auch 5. Das bedeutet eng. Oben, hinten noch. Es ist noch alles zu holen in dem Rennen. Rechnen wir es mal ganz kurz durch. So. Hat Matze auch 4? Sicher? Matze war davor Zweiter, hatte 3 Punkte. Und jetzt war er Dritter. Kriegt er 2, also hat er 5. Das gleiche punktgleich müsste mit G-Max sein, oder? Müsste, wenn du die gut ausführst, Foni, dann könnten wir jetzt hier einfach in der Statistik nachgucken. Wenn wir hier eine Statistik, wer wo wann Sieg haben, richtig. Matze war Zweiter und Dritter, damit hat er 3 und 2 Punkte, hat er damit 5. Und Leia wurde Vierter und Zweiter, sind genau 3 plus 1 sind 4 und G-Max ist erster und letzter, sind auch 4 plus 1 ist 5. So, wo kommt mein A? Das meinst du nicht, Bob? So, sind wir bereit, um in das letzte Rennen zu starten? Wir rechnen nochmal kurz durch. Mr. Chevy führt. Mit einem Punkt Vorsprung, aber nur vor Matze und G-Max. Leia auch noch im Rennen. Wenn Leia gewinnt, hat er 8. Und wenn einer von den anderen. Wenn Leia muss gewinnen, um das Turnier nach Hause zu holen und doppelter Super Tux Card Semestermeister zu werden. Wenn Mr. Chevy gewinnt, hat er safe. Mr. Chevy muss einen Punkt mehr holen als Matze und G-Max. Das heißt, er muss sicher vor denen ins Ziel kommen, dass es keinen Tiebreaker gibt. Leia muss gewinnen und Matze und G-Max müssen nur mindestens einen Punkt mehr holen als Mr. Chevy. Also 2 Positionen. Wir kommen, meine Damen und Herren, in das Finale 3. Das letzte Rennen, offizielle Rennen, das dritte Rennen von unserem Finale, vom Super Tux Kart Super Turnier am 10. Juni 2021, vom Sommersemester 2021. Wir starten in die letzte Runde, in das letzte Rennen, nachdem wir zu 100% den Tiebreaker brauchen werden, weil einer von denen definitiv. Das schreit nach Tiebreaker. Es kann, also, G-Max und Matze werden nicht gleiche Punkte haben können, das ist sicher. Aber ich habe so das Gefühl, wir werden gleich den Tiebreaker um die Führung haben. Ach ja, wir fahren übrigens jetzt auf der STK Enterprise. Das letzte Rennen fahren wir im Weltall. Dani steht nicht im Weg. Alles gut. Leia von G-Max, von Chevy, von Matze. So starten sie ins Rennen. Oh! Mr. Chevy direkt weg. Leia, G-Max, Matze sind aber noch beieinander. Oh, jetzt noch Leia und G-Max. Der Matze hat ihn abgekriegt. Wir haben wieder Platz 1 und 2 und Platz 3 und 4 einen Kampf. Und dazwischen eine Lücke. Oh, Mr. Chevy mit dem Fehler. Ist da der Druck etwa zu hoch? G-Max jetzt platt. Leia fährt vorne weg. Der muss gewinnen. Der muss alles riskieren in diesen 3 Runden. Hat jetzt einen okayen Vorsprung. Matze an G-Max dran. Wenn Leia gewinnt, hat er 8 Punkte. Das bedeutet. Aktuell gäbe es einen Tiebreaker. Um den Sieg! Um den Sieg! Okay, ich weiß, was ich. Okay, also. Wir sind in Runde 2. Leia vor G-Max vor Matze. Aktuell würden wir einen Tiebreaker fahren zwischen Leia und G-Max. So. G-Max fährt in die Banane. Das ist ganz schlecht. Matze fährt vorbei und Mr. Chevy jetzt auch dran. Wenn Matze oder G-Max auf die. Oh, Mr. Chevy wurde weggehaut durch die Pfannkuchen. Wenn Leia gewinnt und Matze oder G-Max auf der 3 landen, haben wir einen Tiebreaker.
Leia führt immer noch vorne souverän. Matze auch, okay, hier ist Banane neben Banane. Oh, G-Max mit dem Fehler gegen die Wand. War verliebt, bisschen Speed. Mr. Chevy kommt hier im Wälder scheinbar nicht ganz zurecht. Die Pigeons, also die Tauben, sind besser als der Fisch im Weltall. Aber jetzt G-Max einmal zum Arbeiten den Ding und die fahren sich gegenseitig rein, beide langsam. Matze davor. Beide mit dem Item. Was passiert? Oh, und der Kaugummi gleichzeitig wie das Ding. Was gibt's? Und jetzt ist Mr. Chevy wieder da. Oh, Lea habe ich hier vorhin den Fehler gemacht. Hängen geblieben. Viel Zeit verloren. Letzte Runde. Matze. Legt irgendwas nach hinten ab. So. Umkehr-Item ist aus. Da vorne fährt Lea. Wir sehen ihn. G-Max und Matze, relativ großer Abstand. Mr. Chevy auch. Aber die können immer noch einen Fehler machen. Matze. Hier durch die Bananenallee. Fehler gegen die Wand gefahren. Damit kann Lea weiter nach vorne weg. Und hier hinten ist G-Max, hat viel Zeit verloren auf Mr. Chevy. Oh, Mr. Chevy wurde diese Plagge gerückt, hat fast den Sprung nicht geschafft, das wäre sehr ärgerlich gewesen. Aber G-Max auch langsam. Von Lea hat einen Fehler gemacht! Lea hat einen Fehler gemacht! Was passiert? Matze! Matze ist vorbei! Matze gewinnt! Was? Nein! Was jetzt? Matze gewinnt! Kurz vor Ziel macht Lea einen Fehler und Matze zieht vorbei. Und Mr. Chevy zieht an G-Max vorbei. Das bedeutet, das muss bedeuten, dass Matze das Turnier gewinnt. Der kriegt 4 Punkte, hat 9. Der hat 9. Leia kriegt 3, hat 7. G-Max kriegt einen, hat 6. Und Mr. Chevy kriegt 2, hat 8. Das heißt, wir haben keinen Tiebreaker, aber wir haben ein Endergebnis. So schaut's aus. Alle mit nur einem Punkt getrennt. Matze gewinnt vor Mr. Chevy, vor Leia, vor G-Max. Das ist unser Ding. Jetzt warten wir ganz kurz, bis die Siegerehrung ausgefüllt wurde. Froni schreibt da, wo Sieger, Zweiter, Dritter steht, da schreibst du den Namen einfach rein. GG erstmal an euch alle. Ich komme noch nicht drauf klar. Diese letzten 3 Runden waren der Hammer. Oder die letzten 3 Rennen. Was ihr über diese 3 Rennen veranstaltet habt, ist der Wahnsinn. Der Tiebreaker, den ihr gefahren seid, auch Wahnsinn. Ihr macht mich fertig, ich sag's euch. So. Und dann brauchen wir den vierten noch schnell. Und dann kann ich die Szene umschalten. Schreibt den vierten noch schnell mit drauf, Froni rechts. Also den Befehl G-Max. So. Meine Damen und Herren, hier haben wir sie. Die Gewinner vom heutigen Super Tux Kart Turnier. Herzlichen Glückwunsch an Matze zum Sieg im Sommersemester 2021. Mr. Chevy, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Leia, herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Die Titelverteidigung hat nicht geklappt. Und G-Max, vierter Platz, herzlichen Glückwunsch. So, jetzt würde ich euch vier einmal kurz bitten. Oder haben wir richtig gerechnet oder passt irgendwas nicht, weil ihr ja gerade im Chat jemand geschrieben habt und der Andi schreibt, ich schaffe das nicht. Ich würde euch vier, Andi, ihr seid oben, ich komme einfach schnell zu euch hoch. Ich komme jetzt zu euch hoch und dann machen wir kurz hier kurze Interview-Session, okay? So, hallo, hallo. Warte, ich mache euren Ton noch an, dann hört man euch auch, wenn ihr was sagt. Ihr macht mich fertig. Uff, Erstmal bin Prost fertig. auf euch. Ich auch. So. Erstmal, wir fangen mal von hinten an, von der 4. G-Max, nur generell erstmal an euch alle. Was ging bei dem Tiebreaker ab? Boah, ja, Mann. Ja, einfach Adrenalin hoch 100. Also. Das war. Und die Map verteilt halt, also ist halt einfach, da kann man so gegen so viele Sachen fahren, ja. wenn man minimal daneben fährt. Ist schon hart. Das haben ja auch alle gut ausgenutzt, und sich ordentlich Fehler geleistet. Ja. Boah, also ich hätte dann. Nee. Also ich hab's gar nicht mehr, ich hab's nicht gecheckt. Dauernd fährt irgendwo einer gegen. Ich dachte, es ist vorbei. Auf einmal fährst du wo gegen. Ich war so, ist vorbei.
an Kylotek fährt in der letzten Kurve, ich mir so, hä, ist es vorbei? hab's nicht hinbekommen. Ja, also wenn ihr das nächste Semester nochmal übertreffen wollt an Spannung im Tiebreaker, dann müsst ihr euch echt was überlegen. Also, ey, also ja. Wenn ihr es jetzt am Ende geschafft hättet, irgendwie einen Tiebreaker zu fahren, ich wäre ausgedickt. Ja, hier mit der Shelby, du hättest mal einfach mich vorlassen sollen, dann hätten wir einen Feiertag weg. Das hätte ich einfach vor. Sorry, ich hatte den Muffin und den ich dann auch sehr gerne auf der Zielgerade. Okay, sonst willst du noch irgendwas loswerden, G-Max? Hast du noch irgendwelche Worte? Ja, ist natürlich ärgerlich, vierter Platz. Da wird man daher auch in der Grafik gleich so daneben dargestellt. Aber Finale ist auch gut. Habe ich mich verbessert zum letzten Turnier. Also passt schon. Dann kommen wir. Beim nächsten Mal strebe ich dann natürlich Platz 1 an. Ja, glaube nicht. Wissen wir jetzt, für den Weltmeister oder Semestermeister schaut es nicht immer gut aus. Lea, was war da los? Ja, gute Frage. war natürlich sehr aufgeregt und hat halt nicht geklappt, aber liebe natürlich den ersten Platz gerne ab. Mr. Shavy, du mit deinem Pufffisch. Ja, ich bin was Besonderes mit meinem Puffy. Die Tauben, die sind nicht so toll. Puffy und Standardsteuerung. Ja, ich wollte natürlich über den zweiten Platz. Weil da habe ich mich natürlich jetzt auch wieder um einen Platz verbessert seit dem letzten Turnier. Und ja, bin zufrieden mit mir. Freut mich. Und dann kommen wir zu unserem Sommersemester-Weltmeister, dem Semestermeister Matze. Herzlichen Glückwunsch. Ich muss, ja. ich muss mal noch den Turnierbaum aufmachen und schauen, wie das jetzt bei dir eigentlich ablief, von wo du überall kamst. Schauen wir gerade mal. War sehr spannend. Ich habe mich auch um einen Platz verbessert, nehme ich sehr gern an, wie der Xaver, Mr. Shady. Spannend. Oh, Aufregung pur. Gruppenphase gewonnen gegen Mr. Shelby im Halbfinale, dann verloren, bist du als Zweiter eingezogen und dann mit, also ihr seid auch so eng beieinander, es ist ja 9-8-7-6. Also, ja. Also ein Duell auf Augenhöhe, es war auch interessant, es war immer einer von euch, wurde immer am Anfang weggekickt, daraufhin hat sich dann noch einer selber rausgenommen und dann war es immer ein Kampf um 1-2 und 3-4. Ja. Wir alle. Alle vier kennen uns auch schon sehr lange und spielen auch dieses Spiel schon sehr lang. Das weiß ich. Von dem her abartig spannend, immer noch. Oh, was damit fürs nächste Turnier eigentlich auch schon eine Wildcard gewonnen. Weil man muss sich nicht irgendwie hier sagen. Ja. Aber egal. So. Dann kommen wir jetzt zu dem interessanten Part noch, zur Preisvergabe, ja. Zudem, alle Teilnehmer kriegen übrigens auch noch eine Urkunde. Es gibt eine Teilnehmerurkunde und ihr kriegt dann auch nochmal einen zugeschickt. Und wir haben uns dieses Jahr ein bisschen was anderes überlegt. Also was ist anders? Und zwar letztes Jahr war das ein bisschen traurig. Die Top 3 hat Preise bekommen und der vierte nicht. Weil wir im Viererfinale haben, dann geht einer leer aus. Drum haben wir dieses Jahr einen Trostpreis für den G-Max in dem Fall, weil er Vierter geworden ist. Wir haben für euch von dem Sponsor, den ich nicht nennen darf, wir haben im Wert von 115 Euro was für euch rauslassen. Und zwar kriegt ihr, es wird angezeigt Amazon-Gutschein, aber eigentlich sind es diese meinwunsch.de-Gutschein oder wie die heißen, wo ihr euch quasi den Store aussuchen könnt, indem ihr den Gutschein einlöst. Und auf Platz 4 für den G-Max als Trostpreis gibt's 10 Euro. Cool, dankeschön. Sehr erfreulich. Man als Vierter hier auch was kriegt. Wollen Sie, dass du mit leeren Händen nach Hause gehst, wenn die anderen da so stehen? Du bist schon separat gestellt drum. Dann für Platz 3. Letztes Jahr den großen Preis abgeräumt. Dieses Jahr nur 25 Euro. Trotzdem vielen, vielen Dank. Fragt man sich, so, was kommt jetzt als nächstes? Was könnte jetzt der nächste Schritt sein, Matze? Was glaubst du, gibt's jetzt? Wir haben jetzt 10 und 25 schon weg. 35 von 150. Jetzt muss ich Kopf rechnen. War ich noch nie gut. 35? Vielleicht 40, 45? An den zweiten? Nee. Du kriegst nur 35. Trotzdem, danke. Ja. Super cool.
Aber der sitzt da nicht richtig. Ich möchte ihn verschieben, aber ich kann ihn nicht verschieben. Ah! Ah, ich kriege ihn nicht zu fassen, den OBS, ne? Dann mache ich mir. Kann ich ihn so verschieben? Nee. Oder Steuerung? Na, Alt. Ist noch komplett oben. Na, ich mach's nochmal kurz weg, sonst wird der mit Matz jetzt die Null. Und war fast richtig zu. Warum ist jetzt alles verschoben? Ach, keine Ahnung. Die, weil die 45 Euro, die gehen an Matze. Yay! Weil ich glaube, das Siegerding hat es einfach verschoben. So, sorry, G-Max. Genau. Das sind eure Preise. Ich mache jetzt noch kurz Abmoderation vom Stream. Außer ihr wollt noch irgendwas sagen? Vielen Dank. Okay. Ja, wir können natürlich noch alle Leute, die schauen und noch Lust auf eine Runde haben, auf irgendeinen Server einladen. Ja, unser Server ist zur Not auch noch an. Der bleibt wahrscheinlich auch noch vielleicht ein bisschen an. Man muss mal abklären, ob wir den laufen lassen, ob wir den runternehmen. Und natürlich vielen Dank für die Organisation und den tollen Stream. Und natürlich auch Props an alle anderen, die mitgespielt haben, die auch wirklich keine leichten Gegner waren teilweise. In der Tat. Ja, also ich habe richtig geschwitzt teilweise. Ich habe mich schon manchmal nicht im Finale gesehen. Ja. Ich sage nur bitte, bitte. Ich bedanke mich, dass ihr mitgemacht habt. Wie gesagt, ihr vier schreibt mir am besten jetzt einfach einmal bitte Name und eine E-Mail-Adresse von euch und dann kriegt ihr am Anfang nächster Woche kriegt ihr dann die Gutscheincodes zugeschickt. Ja, gemacht. Dankeschön. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Dankeschön. Bis spätestens zum nächsten Super Tuxka-Turnier. Yeah. Ciao. 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 So, dann komme ich jetzt noch zu meinen letzten Worten. Ich bedanke mich an alle, die zugesehen haben. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, auch die, wo rausgeflogen sind. Ihr habt alle sehr stark gespielt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das heute zu kommentieren. Ihr habt spannende, epische, krasse Battles gebaut. Daraus können wir ein richtig geiles Best-of wieder machen. Es ist heute mega viel passiert in diesen letzten 2,5 Stunden. Ja, ich habe nichts mehr zu sagen, außer noch ein bisschen Werbung zu machen. Solltet ihr Fachschaft Info noch nicht folgen, hier oben die ganze Zeit wird der Discord einblenden, unsere Website, unser Instagram. Folgt uns da gerne, folgt auch gerne Mathe. Ich kriege hier gerade an dieses G-Mix, das ist vom Servertut. Wir haben jetzt am Dienstag, der kommt, der 15. ist ein Spieleabend hier ab 19 Uhr. Und dann bin ich mir nicht mehr genau sicher, was für Veranstaltungen noch kommen. Ich weiß, am 24.06., also übernächste, also heute in 2 Wochen, haben wir wieder einen Quizabend, der wieder von mir moderiert wird. Da haben wir wieder spannende Fragen schon für euch, noch nicht vorbereitet, aber ich weiß, was drankommt. Da könnt ihr auch gerne wieder einschalten, da wird auch nochmal Werbung geschaltet. Da ist der Start dann aber eine Stunde später, ist heute erst um 20 Uhr. Da könnt ihr gerne wieder mitraten, da gibt es aber nichts zu gewinnen, da geht es einfach nur um die Gaudi. Und dann gibt es noch einen Semester-Ending-Cocktailabend, ich glaube am 8.7., wenn das ein Donnerstag ist. Aber da findet ihr Werbung und auch weitere Details hier gerne auf dem Discord-Server, auf dem ihr eventuell schon seid oder vielleicht auch nicht. Dann habe ich jetzt genug geredet, ich habe jetzt noch ein bisschen ein Bier vor mir, Prost. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis bald, erfolgreichen Tele-Tele-Tele, tschüssi, wo mache ich den Stream aus, irgendwo hier drüben, ah, wir machen einfach nochmal hier irgendwas, geile Musik. Ah ja, auch, habe ich gesagt, danke an alle Zuschauer oder so, tschüss. Stream beenden, ja.